Wir fangen an offiziell. Herzlich willkommen zur ersten Vorlesung Algorithmen und Datenstrukturen im wunderschönen Sommersemester 2021. Mal wieder über Zoom, aber das sind wir ja alle inzwischen schon gewöhnt. Klappt auch super. Ich sage kurz was, wie das hier laufen wird in der Veranstaltung zu den Inhalten, den Kurssystemen und so weiter. Das wird relativ schnell gehen, aber damit Sie es mal gehört haben und es auf der Aufnahme ist. Und dann fangen wir aber auch schon mit ein bisschen Inhalt an. Das wäre ja langweilig, nur allgemeines Blabla. Mintsort, sortieren machen wir heute. Das Übungsblatt wird ein anderer Sortieralgorithmus sein. Und dazu komme ich gleich noch. Das ist ja hier immer sehr praktisch mit ein bisschen Theorie. Können Sie gleich was implementieren, aber relativ einfach zum Warmwerden. Kurz vorweg hier zum Setup, es ist wieder über Zoom. Ich habe gerade schon was zu den Kamerabildern gesagt. Sie müssen nicht die ganze Zeit die Kamerabilder anmachen, die Kamera anmachen, aber bei über 200 Leuten, wenn jeder sie so ab und zu mal anhat, dann gibt das hier ein schönes Bild für mich und ich sehe Leute, die mir interessiert zuhören. Ja, Sie müssen sie nicht die ganze Zeit anmachen, aber einfach ab und zu. Jeder vielleicht so 20 Minuten, wenn ihr oder ihm gerade danach ist, und dann klappt das super. Sie können auch einfach dazwischen quatschen, wenn Sie was sagen. Sie müssen sich jetzt nicht melden oder so. Das klappt selbst bei 200 Leuten ganz gut. Wenn Sie eine Frage haben, einfach, ich habe da mal eine Frage. Und natürlich auch in den Chat schreiben. Den lese ich hier auch mit oder versuche es zumindest. Ich habe hier drei Bildschirme, das ist relativ anspruchsvoll, aber wir haben das schon so oft gemacht, klappt eigentlich ganz gut. Also ich habe vor mir meine Folien, dann habe ich auch noch ein Terminal, wo ich programmiere, meinen Zoom-Bildschirm und noch einen Kontrollbildschirm. Und ganz wichtig, Sie werden nicht aufgezeichnet. Ja? Also ich zeichne, wir haben das extra so getrennt, ich zeichne nur den Bildschirm auf, den Sie auch sehen. Genau das, was Sie hier als Shared Screen, gerade mit der Folie Blick über die Vorlesung heute sehen, genau das wird aufgezeichnet, sonst nichts. Und auch Ihre Stimmen werden höchstens als entferntes Echo, was wieder in mein Mikro reinkommt, was man aber nicht hört, wirklich auf der Aufnahme oder identifizieren kann. Also auch wenn Sie sprechen, keine Sorge. Also Privacy ist gewährleistet. Und wie gesagt, sonst einfach, jetzt muss ich mal wieder, wo ist mein Mauszeiger? Genau. Also einfach fragen und ich mache jetzt, fange jetzt mal an hier mit dem Drumherum und so. Das mache ich relativ schnell, damit wir dann relativ schnell zum Inhalt kommen. Ausgangsbasis, was nehme ich an? Sie können schon kleinere Programme schreiben, berechnen, ob eine gegebene Zahl prim ist, Flugsimulator, Suchmaschine, kleinere Sachen halt. Sie können Python, zu anderen Sprachen sage ich gleich noch was. Und ich gehe davon aus, dass die meisten im ersten Semester schon die Einführung in die Programmierung gehört haben. So, und ich habe ein paar kleine Umfragen vorbereitet. Hier kommt schon die erste zu Ihren Vorkenntnissen. Bei der ersten Umfrage mache ich mal kurz Stopp, da können Sie jetzt einfach was sagen. Die haben jetzt keinen, also die gehen jetzt in nichts ein, die Umfragen sind alle anonym, das machen wir immer so, aber da erstens mal können Sie dann auch was machen und wir kriegen immer so interessantes Feedback. Ich werde das später öfter so machen, dass ich die Umfragen einfach laufen lasse, während ich weiterrede. Jetzt beim ersten Mal warte ich vielleicht noch kurz. Genau. 243 haben schon gewählt, genau, und dann zeigen wir doch auch gleich mal das Ergebnis. Genau, es gibt, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, man kann Zoom ja über die Desktop-App benutzen, das würde ich auch sehr empfehlen, oder über den Browser. Wenn man das über den Browser macht, erstens mal klappt es generell nicht so gut und man hat manche Features nicht, insbesondere an Umfragen teilnehmen. Also ich würde empfehlen, die Desktop-Version zu benutzen. Beenden Sie die Umfrage, Ergebnisse freigeben. Sehen Sie alle die Ergebnisse? Ja, genau, wenn nicht, einfach. Browser können nun auch Umfragen, lese ich gerade. Das ist ja toll, wunderbar. Es haben auch fast alle mitgemacht. So, da sind also vier Leute, die noch nie programmiert haben. Einige sind unsicher, die meisten so ein bisschen. Und dann gibt es auch ein paar Cracks, das ist interessant. Und so die typische Mischung. Und natürlich sind wir für alle da. Und das so, beenden Sie die Umfrageresultate. Bam. Genau, jetzt müsste ich das einfach wegklicken können. So, wer da noch Lücken hat, das sind jetzt welche, die haben das noch gar nicht programmiert.
Also vom Tempo und auch was die ECTS-Anzahl angeht, gehe ich davon aus, dass Sie die Kenntnisse haben. Sie können aber auch mitmachen ohne Kenntnisse. Es ist dann nur mehr Arbeit. Das kann ich natürlich nicht vermeiden, ne? Also wir können uns natürlich jetzt nicht vom Tempo her an denen ausrichten, die noch gar nichts gehört haben. Aber Sie können mitmachen, aber seien Sie einfach darauf vorbereitet, dass es dann doppelt so viel Arbeit ist. Sie lernen dann quasi Programmieren und Algorithmen in einem, was ja durchaus in Ihrem Sinne sein kann. Jetzt höre ich einen Bus, Rakete, weiß auch nicht. Weiter geht's. Grundbausteine, genau, das ist nun mal, was lernt man hier? Alles, was man so bei fast jedem Programmierprojekt braucht. Felder, die automatisch wachsen, sortieren, Prioritätswürgeschlangen, Suchbäume, Suchen in Zeichenketten. Wenn Sie ein Programm schreiben, werden Sie irgendwas davon brauchen. Ja? In allen gängigen Programmiersprachen gibt es natürlich Bibliotheken. Da kann man sich fragen, warum lernt man das hier? Sie lernen hier, was dahinter steckt. Sie sind ja an der Uni. Und es ist tatsächlich oft so, dass das, was so eine Bibliothek bereitstellt, nicht genau das ist, was man haben will. Entweder weil Funktionalität fehlt oder weil es nicht schnell genug ist. Oft kann man es schneller machen und oft hat man so ein bisschen speziellere Anwendung, für die man es schneller machen kann. Das heißt, das ist nicht rein akademisch, sondern extrem praktisch. Und wir selber am Lehrstuhl sind ja auch extrem praktisch unterwegs. Wir wissen also da, wovon wir sprechen. Einführung der Programmierung ging es darum, überhaupt erstmal kleine Programme zu schreiben. Ich glaube, Effizienz war da noch nicht so wichtig. Da ging es erstmal darum, dass es überhaupt funktioniert. Hier ist Effizienz ein ganz entscheidender Aspekt. Ja? So, jetzt habe ich was gemacht. Wie schnell läuft das überhaupt? Ja? Wie kann ich es schneller machen? Und dann immer die ganz wichtige Frage, ist das jetzt so schnell, wie es sein kann, oder geht das noch schneller? Da wird es dann mathematisch und oft auch sehr interessant. Ne? Ja. So, jetzt ist es schneller, aber geht es vielleicht noch schneller. Es geht manchmal auch um andere Ressourcen. Speicherplatz ist die zweithäufigste, aber ganz häufig geht es einfach darum, dass es so schnell wie möglich ist. Also hier in der Vorlesung und auch in den meisten Projekten. Geschwindigkeit, zweitwichtigste Speicherplatz. O-Notation, das ist so mathematisch, ja, das, wie sich unsere Laufzeit überhaupt verhält, werden wir sehen. Beweise werden wir ab und zu haben, an den Stellen, wo es unklar ist, ob das, was wir machen, wirklich immer stimmt. Ja? Also ganz wichtig, wir machen hier keine Theorie um der Theorie willen, wo man sich fragt, wofür braucht man das jetzt? Wir machen aber Theorie und das ist auch sehr schön, aber es wird immer klar sein, wofür man sie braucht. Ja? Und die Mathe, also es wird jetzt nicht Galois-Theorie oder sowas sein, sondern relativ einfache Mathematik, aber schon Mathematik und jetzt nicht nur Rechnen. Ja? Also schon kleine Beweise und so. Und ich werde aber auch immer kleine Einführungen zugeben. Kurz zum Ablauf. Die Vorlesungen sind immer 14.15 Uhr bis 16.00 Uhr. Da starte ich jetzt gleich mal im Hintergrund noch eine Umfrage. Vorlesungsdauer. Moment, ah, das geht hier immer. Blam, die können Sie beim Zuhören beantworten. Ich zeige gleich die Ergebnisse. Einwahldaten auf dem Wiki haben alle, die hier dabei sind, offenbar gefunden. Wir sind jetzt 280 schon, 13 Vorlesungstermine. Wir haben wieder eine Pause, Pfingsten, sogar relativ bald. Alles wird hier live gestreamt über Zoom und aufgezeichnet. Folien, Audio, Video, relativ professionell als Schnitt. Das macht Herr Monnerath. Und auf unserem Wiki finden Sie alle Kursmaterialien. Den haben Sie auch gefunden, sonst wären Sie nicht hier. Ich zeige das hier nochmal. Das ist der Wiki von unserer Veranstaltung. Da steht immer alles. Die schon andere Veranstaltungen bei uns gehört haben, wissen das auch. Da steht alles und auch die ganzen, ja, hier stehen auch schon die Vorlesungsfolien. Also die Folien können Sie sich vorher auch schon immer anschauen oder während, das ist ganz nützlich, während Sie, ich würde sie jetzt gar nicht vorher anschauen unbedingt, das nimmt auch manchmal Überraschungseffekte. Was aber nützlich ist, ist, ich rede, ich bin schon auf Folie 17 und Sie haben auf Folie 14 vielleicht noch was nicht verstanden und dann gucken Sie sich das einfach nochmal an. Dafür ist einfach nützlich, die Folien zu haben, ne? Und dafür reicht es, wenn Sie kurz vor Vorlesungsbeginn da sind und das sind Sie auch immer. So war es jetzt auch, ich glaube, 10 Minuten vorher waren Sie da. Genau, und alles andere steht hier auch, Übungsblätter und so weiter. Zurück zu den Folien. Genau. SVN, dazu komme ich gleich noch. Auch da steht alles, das ist und dann brauchen Sie immer nur
Update zu machen und kriegen da auch immer die neuesten Materialien. Also viele Kanäle, alles sehr komfortabel für Sie gemacht. Die Übungen, Sie bekommen jede Woche ein Übungsblatt, insgesamt 12. Sie sind definitiv der wichtigste Teil. Die Vorlesungen, wenn Sie sehr autodidaktisch unterwegs sind, können Sie weglassen. Danke Jungs und Mädels, aber gut. So, Sie können sie machen, wann und wo Sie wollen. Und jetzt wird es wichtig und kurz ernst. Sie müssen das selber machen, ja, gerade bei einer Grundvorlesung. So, und jetzt hören bitte alle zu, weil es gibt dann immer wieder Leute, die meinen, sie hätten diese Stelle jetzt nicht gehört oder nicht richtig verstanden. Dabei sagen wir es immer vollkommen unmissverständlich. Sie können gerne über die Übungsblätter reden, zusammen nachdenken, in Gruppen, wie immer Sie das machen, über Zoom, WhatsApp-Gruppe oder sonst was, was immer Sie da für Kanäle haben. Gerne, gerne, gerne. Aber dann am Ende, was Sie verfassen und aufschreiben, das müssen Sie 100% selber machen. Und wir wissen es einfach aus sehr langer Erfahrung, ja, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Wenn Sie sagen, ja, ja, wir haben zusammen nachgedacht und deswegen ist das so ähnlich. Nee, nee, das stimmt nicht. Wenn man zusammen nachdenkt, dann sieht das, was man schreibt, auch der Code, trotzdem ein bisschen anders aus. Wenn der Code identisch aussieht, dann ist das nicht zusammen nachdenken, sondern das ist dann kopieren. Dann haben Sie kopiert, da gibt es gar keinen Zweifel, ja. Deswegen zusammen nachdenken, okay, also wirklich, das ist völlig trennscharf, aber dann, was Sie schreiben und programmieren, zu 100% selber. Und das gilt auch für Code aus dem Internet, sowieso für Code aus früheren Musterlösungen, die Sie gar nicht haben dürften, weil man die nicht weitergeben darf. Und wir finden das raus, ja. Wenn Sie da irgendwas kopieren, Sie können sich das anschauen und davon inspirieren lassen, aber dann müssen Sie es selber machen. Und warum? Weil man es sonst einfach nicht lernt. So, und jetzt haben wir hier auch diese Regeln, die werde ich jetzt nicht, Search Protection, wow. Das ist auch neu, der Wiki hat eine Search Protection, ach okay, weil gerade 300 Leute auf den Wiki gegangen sind. Nur, okay, interessant. Ich wollte Ihnen jetzt gerade die Wiki-Seite mit den Regeln zeigen. Ich probiere es einfach später nochmal. Da stehen einfach 10 Regeln für die Veranstaltung und da steht auch das hier auch nochmal in Rot und Fett. Ja? Also Sie können nicht erzählen, dass Sie es nicht gesehen haben. Bis wann müssen die Übungen abgegeben werden? Das kommt auch noch, immer 12 Uhr vor der, genau, die Aliens sind auch wieder da, das ist einfach zur Abschreckung, homöopathisches Mittel. Wie sollen die Lösungen eingereicht werden? Das kommt alles noch, aber gut, dass Sie jetzt schon fragen. Regeln, vielleicht geht der Wiki gleich wieder, wenn der Search vorbei ist, vielleicht waren es auch die Aliens. Übungsbetrieb, sowieso gratis, eh alles online, bei uns sind die Übungen aber schon immer sowieso online gewesen. Hier sind die Tutoren, wir haben 11 Stück, das sollte hoffentlich reichen. Jetzt gerade sind es ein bisschen viele Leute für 11, aber es werden nicht alle mitmachen. Ich schätze mal so 200 werden dann mitmachen und dafür sind 11 Tutoren sehr, ja. Patrick, bist du kurz da? Kannst du kurz Hallo sagen? Da ist ein Teilnehmer, der heißt Patrick, da ist er, er winkt, genau, sitzt auch hier mit im Raum. Wir sind hier zu viert in einem sehr großen Raum, haben hier unser privates Fernsehstudio eingerichtet. Also Patrick wird sich so, hat so die Oberaufsicht über die Vorlesung, alles. Da gibt es ja mega viel zu tun. Übung, Musterlösung, Übungsbetrieb, alles Mögliche, die Tutoren treffen und so weiter. Werden Sie öfter von ihm hören und natürlich auch das Forum. Das Forum ist ganz wichtig. Das zeige ich ganz kurz. Hier ist es. Mal gucken, ob da auch ein Search Request gibt. Das ist auch auf dem Wiki verlinkt. Das ist Daphne, zu dem sage ich auch gleich noch was. Ah, wahrscheinlich muss ich noch mal drauf gehen oder ist das einfach noch nicht richtig? Ist das nur auf Daphne? Ja, hier ist das Forum. Algorithmen und Datenstrukturen. Sollte das nicht SS 2021 heißen? Wahrscheinlich, ne? Hier gibt es lauter Subforen, auch immer eins zum ersten Übungsblatt. Wie ein Forum funktioniert, werden Sie wissen und rausfinden. Und da kann man einfach fragen und da auch die ganz wichtige Information, bitte
bei 99,9% der Fragen ans Forum stellen und nicht an uns, ja? Weil wir kriegen sonst hunderte von E-Mails, 10-mal dieselbe und die Antworten sind ja immer für alle interessant. Also außer wenn es super geheime, spezielle Sachen sind, bitte Mail ans Forum. Ja? Und hier gibt es verschiedene Sachen, je nachdem, worum es geht. Oft, die meiste geht um die Übungsblätter, wird auch sehr viel benutzt. Und wir geben uns die allergrößte Mühe, das immer schnell zu beantworten, weil ein Forum nützt nichts, wenn man 3 Tage später die Antwort bekommt. Wir werden da alle, Patrick, ich und die ganzen Tutoren auch immer drauf schauen. Das klappt eigentlich sehr gut. Wunderbar. Es wird auch eine Fragestunde geben, so am Anfang für alle möglichen Probleme. Das wollen immer alle haben, hinkommt dann keiner. Wir bieten es trotzdem an aus psychologischen Wohlfühleffektgründen. Die Umfrage habe ich noch gar nicht gezeigt. Bam, was trifft für Sie am ehesten zu? Hier ist das Umfrageergebnis. Bis 16 Uhr ist okay. 20 Leute haben um genau 16 Uhr schon die nächste Vorlesung. Okay, interessant. Und die meisten sagen, wenn es mal, ne, manchmal haben wir was, dass wir auf spannende Probleme stoßen beim Programmieren und dann entpuppt sich eine Diskussion und das ist schade, die dann abzuwürgen. Gut, bei den Umfragewerten, also ich gebe mir Mühe, das nicht so zu überziehen, aber manchmal, weil es live ist, wird es halt einfach spannend. Und was auch sich nicht bewährt hat, ne, dann am Ende so, jetzt ist noch Stoff und dann macht man hier so, ja, Schnellsprechübung, dann wird es nicht richtig erklärt. Es wird ja alles aufgezeichnet, wenn Sie dann früher weg sind, dann können Sie sich ja auf der Aufzeichnung angucken. Also es ist besser, ist einfach unsere Erfahrung, wenn man es dann noch ordentlich und ohne Hetze erklärt und dann kann man sich es ja auf der Aufnahme noch anschauen, wenn man es braucht. Ja? So wollen wir das dann machen und diese Umfrageergebnisse gehen auch, glaube ich, in die Richtung, dass das supported wird und trotzdem, es sollte jetzt natürlich nicht 3 Stunden oder so dauern, geben uns Mühe. Der Stil, ich erkläre mal sehr viel an Beispielen und dann wird viel programmiert, ja, damit Sie so, Sie kriegen so, wie macht man das überhaupt und so die Intuition, aber die ganzen Details, die muss man dann selber ausarbeiten, ja. Ich kann hier vollständige Beweise über Seiten machen, das mache ich sehr gerne und alle möglichen Details erklären. Das nimmt man sowieso nicht auf in der Vorlesung, ja, man hört es und denkt, ah, so wie Mathe-Videos, die sind ja oft sehr unterhaltsam. Aber es werden Ihnen auch alle professionellen Mathe-Videomacher sagen, die sind ja inzwischen sehr populär. Das hört man sich dann an und denkt so, wow, spannend, dann ist es auch noch toll gemacht. Hinterher vergisst man das wieder. Ja? So funktionieren wir Menschen halt. Man muss die Sachen selber machen und dann bleiben sie hängen. Ja? Deswegen werde ich auch viele Details gar nicht erklären. Nicht nur aus Zeitgründen, sondern Sie müssen das einfach, und es macht auch Spaß, gerade so Details, Randfälle selber rauszufinden. Ne? Und dafür ist ja dann auch das Forum da, da können Sie dann nachfragen, wenn Sie da irgendwie Probleme haben. Trotzdem ist das so, eigentlich sollte es jetzt nicht notwendig sein, da das Internet zu durchsuchen nach Erklärungen, wie das überhaupt geht, dafür ist die Vorlesung da. Also eigentlich bieten wir hier alles, was man braucht. Ja? Es gibt auch immer noch weiterführende Literatur. Letzte Folie von jeder Vorlesung. Das ist aber auch mehr bei Interesse. Eigentlich braucht man das nicht. Es gibt natürlich unendlich viele Lehrbücher, aber ja, Geschmackssache. Wenn Sie wollen, brauchen Sie aber nicht. Es ist alles sehr praxisnah bei uns, so wie auch die Arbeit bei uns am Lehrstuhl. Theorie braucht man manchmal, wann immer man sie braucht, wird klar sein, wofür und dann ist sie auch notwendig. Das Verhältnis ist ungefähr 1/3 Theorie, 2/3 Praxis. Das ist auch ganz angenehm und entspricht auch so, wie gesagt, unserer Arbeitsweise am Lehrstuhl. Kurz zum Aufwand, es gibt 6 ECTS, das war früher mal eine 9 ECTS-Vorlesung, doppelstündig, waren es 9 oder 8, weiß ich gerade nicht, 180 Arbeitsstunden, 13 Vorlesungen, ja, das sind 26 sehr angenehme Arbeitsstunden, das ist ja im Wesentlichen Unterhaltung hier, die 12 Übungsblätter. Wir empfehlen sehr, hier sind die 3 Modi, wie Sie es machen können, bei jedem Übungsblatt investieren. Das empfehlen wir, dann brauchen Sie für die Klausur nichts mehr machen. Oder
Sie brauchen ja 50% der Punkte für die Studienleistung aus den Übungsblättern. Sie machen sogar das Minimum, lernen dann mehr für die Klausur, auch möglich. Machen manche, würde ich jetzt nicht empfehlen. Gerade wenn man Probleme hat, auf gar keinen Fall, dann unbedingt A. Und das geht nicht, weil Sie müssen die Übung machen für die Studienleistung. So, wenn man so lange am Stück redet, dann werden irgendwann die Stimmbänder trocken. Vielleicht brauche ich irgendwie so ein Röhrchen hier, was da ständig nach. Oder Sie sagen auch mal was, genau. Was gibt es denn hier noch für Moment? Ich gucke mal. Ab und zu Redepausen ist auch nicht schlecht. Studienleistung. Genau, es gibt 20 Punkte pro Übungsblatt. Dafür müssen Sie insgesamt die Hälfte erreichen. Es ist nicht Voraussetzung für die Klausur, aber es ist quasi Voraussetzung. Ich meine, Sie können im Prinzip jetzt die Klausur schreiben und in einem Jahr die Übung dazu machen, aber ich brauche Ihnen hoffentlich nicht zu erklären, dass das nicht so sinnvoll ist. Also die Übungen sind dafür gedacht als Vorbereitung. Wenn man die Übungen macht, ist man super vorbereitet. Und die Aufgaben in der Klausur beziehen sich natürlich auch auf die Übungsblätter. Ich glaube, ich mache jetzt in Zeichensprache weiter. So. Es gibt immer einen Joker für... gilt das auch? Ich lese mal gerade den Chat. Meine Stimme muss ich gerade kurz erholen. Das geht erfahrungsgemäß. Bin das nicht gewohnt, 1,5 Stunden so am Stück laut zu sprechen. Die IMS-Teilnehmer, für die gibt es ja am Samstag noch mal was. Es gilt... Was gilt auch für IEMS-Teilnehmer? Was ist da die Frage? Fragen Sie ruhig gerade rein, mit Mikro oder so. Ja, also 50% ist für alle, genau, weil das auch einfach sinnvoll ist. Bitte schön, die Masterstudierende als für alle, es gilt einfach für alle, gibt keine Ausnahmen. Das ist sonst komisch und unfair. Also alle müssen 50, aber wie gesagt, es ist nicht, um sie zu quälen, es ist einfach sinnvoll. Ein Übungsblatt kann man ohne Verlust einfach ausfallen lassen als Joker für alles Mögliche. Bei ganz, ganz besonderen Umständen, längere Krankheit oder so, schreiben Sie uns eine Mail. So, Prüfungsleistung, es wird eine Klausur geben. Das steht noch nicht fest, wann und wie. Wir werden selbstverständlich die Pandemiesituation und die aktuellen Planetenkonstellationen berücksichtigen. Ich wollte eigentlich eine Umfrage nach den Sternzeichen machen, aber Zoom-Umfragen erlauben nur 10 Optionen. Was die Einschränkung soll, weiß ich jetzt auch nicht. Und es gibt 12 Sternzeichen. Bei den Römern gab es übrigens nur 10 Monate, aber ich glaube auch 12 Sternzeichen, genau. Falls Sie sich wundern, warum der September, ist ja der 7. Monat, ist aber tatsächlich der 9. Monat, wer weiß es, können Sie in den Chat schreiben. Warum heißt es September, Sept für 7, obwohl es der 9. ist? In der Klausur 5 Aufgaben, a 25 Punkte, wir zählen die besten 4. Hier ist schon mal der Notenspiegel, können Sie sich ja... Darf man zu zweit oder zu dritt abgeben? Nein, ich glaube, das ergibt sich völlig klar aus der Folie, die ich da gemacht habe. Sie müssen alleine, weil August und Juli hinzugefügt wurden. Na? Na? Ah, interessant, wurden die hinzugefügt. Genau, Cäsar und Augustus. So, jetzt fangen wir an mit Inhalt. Das passt auch ganz gut, 1/2 Stunde für den ersten Teil. Alleine in Zweiergruppen, genau, das geht auch. Gibt es irgendeine Frage bisher zum Ablauf, bevor wir jetzt mit Inhalt anfangen? Zu irgendwas, fragen Sie gerne. Wir hätten noch 4 Minuten nach Zeitplan. Und ja, Sie dürfen in einer Gruppe abgeben, das ist erlaubt. Einer Gruppe. Keine Fragen? Ich gehe da mal davon aus, das ist, weil das alles so super
klar war, Entwicklungsumgebung, kommt alles noch, kommt alles noch. Ich wollte jetzt nur schon mal mit Inhalt anfangen und dann kommt zum Drumherum noch einige Info. So, wir fangen an. Genau, da kommen noch Checkout, kommt auch noch, wird alles erklärt. Mint-Sort, sortieren. Wir fangen mal mit ein bisschen Inhalt an. Ganz einfach, ja, es geht jetzt gar nicht um das Problem, das ist ziemlich einfach, sondern erstmal jetzt um das Ganze drumherum. Wir haben n Elemente, hier ist ein Beispiel, 17, 4, 32, 19, 8, 65, 19, 44. Es ist extrem wichtig, dass Sie diese Folge jetzt auswendig lernen, weil wir werden sie mehrfach brauchen und es wird natürlich auch in der Klausur gefragt. Ja? Was ist die siebte Zahl von der Eingabesequenz auf Folie 14 der ersten Vorlesung? Typische Klausurfrage. Aber wir brauchen es also 17, 4, 32, 19. Auswendig lernen von Zahlen ist übrigens auch sehr gut für Mathephobie. Wir wollen die jetzt sortieren. Das funktioniert nicht nur für Zahlen, für alle möglichen Arten von Elementen. Wir brauchen nur eine Ordnung, die transitiv ist, ja? Wie zum Beispiel kleiner gleich auf Zahlen. Also wenn x kleiner y, y kleiner gleich z, dann auch x kleiner gleich z. Die Ausgabe, jetzt werde ich mal gucken, ob ich noch malen kann hier mit dem Stift. Und ich mache das mal in wunderschönem Orange vielleicht. Genau, sortiert heißt, und jetzt denken Sie mal selber mit, wie man das macht. Wie würden Sie jetzt sortieren? Sie gucken da so drauf, weil es geht ja jetzt um Algorithmen. Warum sind die Zahlen so wichtig? Genau. Naja, ich würde erst mal schauen, ich denke mal laut, das Kleinste suche ich mir, 4. Und schreibe ich dann hier hin. So, die 4 habe ich jetzt irgendwie raus. Jetzt suche ich mal das Kleinste vom Rest. Das ist die 8. Jetzt suche ich mal das Kleinste vom Rest. Sie sehen bei einer Größe. Ja, ich können Sie hören, genau. Wollen Sie was sagen? 4, 17 ist, glaube ich, das Nächste. Und Sie schreien, wenn ich irgendwas falsch mache. Jetzt kommt zweimal die 19, habe ich extra so gemacht. Die kommt dann auch zweimal in die Ausgabe. Und einfach zweimal hintereinander. Und jetzt kommt die, ich glaube, die 32 und dann kommt die 65, die 65, ja, das ist aber schön, dass jemand genau, die 44, das ist völlig korrekt, genau, und dann kommt die 65, das ist also die, ne? Und das Beispiel auch deswegen, und ich mache mal hier Kommazahlen dazwischen, weil die oben Komma-Dinger dazwischen, Kommas sind jetzt nur für Trennung. Das ist also Sortieren. Und überlegen Sie schon mal, wie macht man das? So. Wozu braucht man Sortieren? Wir werden bei den späteren Datenstrukturen immer erklären, wofür man die braucht. Bei Sortieren macht das keinen Sinn, weil wer schon mal ein bisschen mehr programmiert hat, man schafft es nicht, ein größeres Programm zu schreiben, wo man nicht sortieren muss. Ja? Man muss fast immer sortieren und oft auch sehr große Mengen. Ja? Wir in unserer Forschung ständig für das, was wir machen, Suchmaschinen und so weiter, ist ganz normal, dass wir da so 20 Milliarden Zahlen sortieren müssen. Und da macht das natürlich einen Unterschied, ob der Algorithmus 10 Stunden läuft, 1000 oder 100 Jahre. Genau. Können Sie mir also einfach glauben, dass das... so. Mint-Sort erkläre ich jetzt am Beispiel. Ich werde das oft so machen, dass ich die Algorithmen nur so schemenhaft erkläre und nicht im Detail, weil das ist ja Teil der Übungsaufgabe. Hier ist, glaube ich, nee, wir werden es ja gleich implementieren. Da hat man ja dann die vollständige Definition. So, jetzt brauchen wir den Algorithmus. Jetzt brauchen wir die Eingabe. Die Eingabe war 17, 4, 32, 19, was kommt als Fünftes? Ich habe es Ihnen gesagt. Was ist die fünfte Zahl? Ich weiß jetzt nicht mehr. 19, 8, 19, 65, 44. Ist das korrekt? So. Und jetzt machen wir, ich hoffe, das stimmt. Nee, das stimmt nicht. Das ist jetzt hier Runde 1. Und was heißt Runde? Runde 1 funktioniert so.
dass wir uns die erste Zahl anschauen. Was machen wir? Wir schauen uns nicht die erste Zahl an. Ich erkläre jetzt Minsort am Beispiel. Ich schaue mir jetzt die alle Zahlen an, das mache ich, oder? Und schaue mir da das Minimum an. Und das Minimum ist hier. Wie man das Minimum berechnet, schauen wir gleich zusammen. Und wenn, und die erste Zahl hier, die ist, unterstreiche ich mal doppelt. Und wenn das Minimum kleiner ist als die erste Zahl, dann tausche ich es dahin. Das macht Minsort. Und jetzt habe ich eine neue Eingabefolge, die ich jetzt einfach hier nochmal, jetzt habe ich also hier 4 und 17 und den Rest kopiere ich einfach. Kann ich jetzt hier abschreiben. 19, 8, 19, 65. Ich hoffe sehr, das ist die Eingabefolge, sonst geht alles kaputt. Und jetzt kommt die Runde 2. Runde 2. Und ich male das immer extra, diese Beispiele. 65 und 19 vertauschen, ist das wahr? Ist nicht wahr, oder? Tatsächlich. Boah, ey. Das war gerade noch rechtzeitig, würde ich sagen. 65 und 19 vertauschen, das wäre wirklich 65 erst, ne? 65, 19, 65, 19. So richtig, hoffe ich, ja? Jetzt, das kleinste Element steht jetzt vorne. Das brauche ich, ja, gerade noch, genau. Das brauche ich mir jetzt nie mehr anschauen, weil das kleinste steht vorne. Ja, wenn ich sortieren will, brauche ich, jetzt nehme ich hier einfach den Rest. So, jetzt nehme ich mir den Rest und schaue, was ist da das Kleinste. Und wieder das Erste hier hat so eine Sonderstellung. Jetzt schaue ich, was hier das Kleinste ist. Es ist jetzt hier und jetzt tausche ich das nach vorne. Ja? Ich nehme also immer den Rest, gucke, was da das Kleinste ist. Wenn es nicht vorne steht, tausche ich das nach vorne und das Erste bleibt stehen. Warum? Man sieht schon, das scheint ganz gut zu funktionieren. Jetzt steht nämlich das Kleinste und dann das Zweitkleinste vorne. Und die anderen bleiben hier im Wesentlichen gleich. Hier ist jetzt die 17, die habe ich dahin getauscht. Hier ist die 65, hier ist die 19 und hier ist die 44 und so weiter. Jetzt kommt Runde, das mache ich jetzt so weiter, Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt kommt die Runde Fragezeichen. Und was muss ich in der letzten Runde machen? Ha. Sagen Sie mir, das kann ich jetzt nicht per Zoom-Anfrage machen. Wie sieht die Eingabefolge in der letzten Runde? Und ich mache das extra mit dem Malen. Ich hätte das ja auch alles auf den Folien vorbereiten können, damit man ein bisschen mitdenkt. Nutzen Sie das, ne? Wenn Sie die Vorlesung schon hören, nutzen Sie das, dass Sie da auch mitdenken. Beim Malen hat man ein bisschen mehr Zeit, wenn man das so PowerPoint animiert, bam, bam, bam. Dann hat man da nicht so viel Mitdenkpotenzial. Was? 4. Also hier die 8 bleibt stehen. Was steht hier in der letzten Runde? Schreien Sie einfach rein. 17. Und dann? 19. 19. Genau, das sind jetzt immer so die nächst kleineren. Dann wahrscheinlich die 32. Was steht hier vor der letzten Runde? Da steht die 65, das ist korrekt. Und dann steht hier die 44, weil die, genau. Und die letzte Runde wird so aussehen, hoffe ich mal, dass ich dann noch diese beiden hier habe. Das ist jetzt das erste von dem Rest. Hier ist das Minimum. Und die beiden vertausche ich. Ja? Und dann brauche ich ja nicht noch eine Runde, weil jetzt steht automatisch, wenn alles bis auf das Letzte richtig ist, dann ist das Letzte automatisch das Größte. Ja? Können Sie sich mal überlegen, dass das so ist. Und jetzt habe ich gerade eine Umfrage dazu, die jetzt so ein bisschen eine Verständnisumfrage ist.
gucken, wie das klappt. Moment, hier kommt die Umfrage. Die Frage ist, für das Beispiel, wie viele Runden? Wie viele Runden dauert das? Ich habe ja jetzt ein paar Runden ausgelassen. Denken Sie mal drüber nach. Gibt es eine Umfrage? Und hier, was habe ich? N gleich 8, ne, für das Beispiel. Für dieses Beispiel habe ich ja N Zahlen. Und die Frage ist, bei N Zahlen, wie viele Runden? Sind es 5, 6, 7, 8, 9? Ich sehe hier immer so eine schöne Animation. Genau, nicht im, ja, Sie können auch im Chat raten, aber auch im, genau. So. Ich mache mal, ja, ich lasse ihn noch einen Moment, da kommen noch Sachen rein. Bam, bam, bam. N ist die Anzahl der Elemente, genau. Ja, es waren 8 Zahlen, genau. Ich beende mal die Umfrage, auch wenn noch nicht alle. Und hier ist das Ergebnis. 7 haben manche gesagt, also 1 weniger. Das ist auch korrekt. Also Wisdom of the Crowds hier. Ich werde auch ab und zu mal Fragen stellen, wo ich denke, dass die Mehrheit falsch liegt. Das sind jetzt relativ, aber trotzdem. Ne? Ist ja ganz nett. Und es macht auch nichts, wenn man hier was falsch macht. Es ist anonym, falls ich das nicht schon gesagt habe. Ja, bitte. Ich glaube tatsächlich, dass es in diesem Fall 6 sind, weil die 19 schon an der Ah, jemand behauptet, dass es in dem Fall 6 sind, weil die 19 schon, ja, aber das weiß man ja nicht. Also man kann sich eine Runde nicht einfach überspringen, weil man es vorher nicht weiß. Also auch wenn man in einer Runde nichts macht, hat man trotzdem noch diese Runde. Das sehen wir auch gleich im Programm. Aber gute Bemerkung. Genau. So, wunderbar. Und weiter geht's. Jetzt machen wir Programm. Wir wollen das jetzt live programmieren. Zusammen, das werden wir ganz oft machen. Ich werde Python benutzen, empfehlen wir auch für die Übungsblätter. Sie können auch Java oder C++ benutzen, wenn Sie wollen. Und jetzt schaue ich mal, ob diese Seite hier inzwischen wieder geht. Das wäre was. Search Protection. Wie lange dauert die Search Protection? Mehrere Jahre? Oder guck doch mal nach auf dem Wiki. Das wäre ja... Gut, wenn man bei über 200 Requests den Wiki für ein halbes Jahr sperrt, wäre es eher ungünstig für eine Veranstaltung. Hatten wir auch Search Protection. Genau, aber es macht nichts. Ich habe die wesentliche Info auch auf den Folien. Also Java oder C++ sind auch erlaubt, aber es ist dann mehr Arbeit. Ja? Also wir werden nicht dieselben... Wir beantworten alle Fragen dazu, aber manchmal gibt es vorbereiteten Code oder der Code aus der Vorlesung ist in Python, das haben Sie da nicht in Java oder C++, also kann mehr Arbeit sein. Trotzdem kann es natürlich sinnvoll sein, wenn Sie da schon Erfahrung haben oder sammeln wollen, Sie sagen sich, ich möchte C++ lernen, ich kann das andere alles schon, die Algorithmen, das fällt mir leicht, oder ich möchte einfach mehr Zeit investieren, dann machen Sie es in C++. Haben Sie halt mehr Arbeit, aber Sie können dann anhand von konkreten Problemen eine neue Programmiersprache lernen. Kann also sinnvoll sein, aber es ist dann mehr Arbeit, sollten Sie einfach vorher wissen. So. Und das machen wir jetzt. Jetzt gehen wir in die Programmierumgebung und die sieht so aus. Wir sind hier auf einem Rechner, die heißen immer anders. Lena ist der Rechner, das ist ein Rechner bei uns. Sie schauen jetzt in ein Loch in der Raumzeit, das kommt bei uns dann hinten im Gebäude 51 wieder raus auf einem Rechner. Das ist jetzt einfach eine Linux-Maschine mit Ubuntu. Und übrigens, Sie sollten das auch unter Linux machen, wenn Sie einen Windows-Rechner haben, virtuelle Maschine, haben wir hier, hier ist ein Linux-Image oder Sie haben schon einen Linux-Rechner oder können sich auf einen einloggen. Ja? Hier ist alles erklärt, ein Linux-Image, auch Search Protection, ja, das können Sie sich runterladen und dann haben Sie eine virtuelle Maschine mit einem Linux, wo auch schon alles drin ist, was Sie für die Vorlesung brauchen, haben wir alles für Sie vorbereitet und ich werde das hier in der Vorlesung immer so machen, da habe ich hier zwei Fenster, das eine, in dem schreibe ich den Code,
Das werde ich jetzt hier schon mal anfangen. Da nehme ich jetzt mal eine Datei. Vim ist einfach mein Editor. Ich erkläre jetzt für einmal ganz kurz, so, dass, wie das im Prinzip funktioniert. Code schreibe ich einfach in einem Editor, keine Entwicklungsumgebung. Wobei ein guter Editor ist ja schon eine Art Entwicklungsumgebung. So macht man das, Underscore nennt man das, .py. Hier habe ich jetzt also einfach meinen Editor, wo ich das Programm schreibe. Ich fange mal an mit der Copyright Notice. Ups, schon da. Wunderbar, das ging sehr schnell. Und hier habe ich ein Terminal, wo ich das einfach laufen lassen kann. Genau, Übungsblätter in Brainfuck, genau, oder Whitespace. Gibt ja auch eine Sprache mit nur, ist nicht erlaubt. Genau, 3. PyCharm, VI und Vim ist übrigens dasselbe. Genau, inzwischen. Genau, also wenn ich VI aufrufe, ist das auch Vim. Obwohl, wer weiß, Vim. So. Andere Sprachen als die 3 sind nicht erlaubt. Genau, also Python oder Java oder C++, damit mehr Aufwand. Ich habe da auch noch, ich habe da was vorbereitet, wie im Kochstudio. So, hier kommt eine Umfrage, die können Sie mal im Hintergrund beantworten. Die lasse ich eine Weile laufen. Einfach welche Programmiersprachen. So, können Sie mal, damit wir mal so ein Gefühl kriegen, wer was machen will. Und jetzt fangen wir doch einfach mal an. Und ich werde jetzt nicht, ich werde so nebenbei immer so ein paar Programmiersachen erklären und vielleicht die eine oder andere Sache von Python, aber ich werde jetzt hier nicht nochmal einen Python-Grundkurs machen. Ne? Jetzt, ich werde aber trotzdem ein paar Sachen immer so erklären und ganz viel erklären, was Sie dann auch für die Übungsblätter brauchen. MinSort, eine Funktion, die kriegt ein Argument, ein Array. In Python muss man nichts typen. Bevor ich die Funktion schreibe, ganz wichtig, das werden wir immer so machen, werde ich den Kommentar schreiben und dann gleich schon mal ein paar Tests. Ja? Also sort the given array of integers. Ich nehme also an, dass das Integers sind. Und dann sage ich die Integers, genau, und dann die Vorlesung ist auf Deutsch, trotzdem in Programmen, sowieso Variablennamen, aber auch Kommentare bitte grundsätzlich in Englisch. Dann übt man das schon mal und es ist auch einfach merkwürdig, wenn man eine Sprache mit englischen Konstrukten, Keywords hat und dann da auf Deutsch was reinschreibt. Also Programmieren, alles auf Englisch, sowieso eine gute Übung. Genau. Using the MinSort Algorithm explained in Vorlesung 01. Das darf man, ja, so ein bisschen Gänglisch hier rein. Und damit, ich schreibe gleich, mach den Kommentar gleich noch ein bisschen länger. Muss man irgendwas klicken, damit man was sieht? Ich sehe nur weiße Fläche. Wo sehen Sie weiße Fläche? Ich sehe bei mir ganz normal. Jetzt machen wir, bevor wir was weiterschreiben, der Kommentar ist jetzt zu Ende. Das ist sehr schön in Python, schreibe ich jetzt schon mal den Test rein. Und zwar schreibe ich hier einen Test, zum Beispiel für dieses Eingabefeld. Wie ist unser Eingabefeld doch gleich? Das Eingabefeld, die 8 Zahlen, die Sie unbedingt auswendig lernen sollten. Ich höre nichts, können wir leider nicht weitermachen, wenn Sie das. 17, 4, 32, 19, 8, 65, 19. Super, fantastisch, Dankeschön. Da ist unser Feld. Was ich jetzt einfach machen kann, ich kann mit diesen 3 Pfeilen sagen, Python, wenn ich dich bitte, Test zu machen, führe einfach diese Codezeile aus, das heißt, rufe MinSort mit dem auf. Und dann kann ich in die nächste Zeile ohne die 3 Pfeile sagen, was rauskommen soll. Und wir sehen gleich, was das dann macht. Hier kommt jetzt also das richtige Ergebnis. 19, 19, 32, 64, 65. Das ist jetzt einfach ein sogenannter Doc-Test. Und das Tolle daran ist, der steht in der Dokumentation. Jetzt fragt man sich, was haben Tests mit Dokumentation zu tun? Na, sehr viel, weil oft ist ein Test schon eine Dokumentation, was eine Methode macht. Wenn ich das sehe, dann habe ich schon viel verstanden. Aha,
das, hier wird offenbar sortiert. Ja? Und wenn ich dann vielleicht noch ein paar Beispiele habe, das können wir doch hier auch mal machen. Ich mache mal einfach noch ein Beispiel, zum Beispiel, ja, das hier verkehrt rum, müsste dann das rauskommen. Ja, und vielleicht mache ich. Stimmt was nicht? Da fehlt eine 3. Da fehlt ein Fall. Vielen Dank. Fantastisch. Genau so ist es gedacht. Mitdenken, sehr gut. Fantastisch. Was auch immer gut ist, ist ein Randfall. Das hier sollte das leere Feld rauskommen. Ne? Sollte ja nicht crashen. So, jetzt haben wir schon mal, und jetzt fangen wir doch an mit dem Programm. Und wie machen wir das? So, wir haben jetzt unsere Runden. Machen wir doch erstmal n gleich die Länge von dem Array. Da führen wir einfach mal ein n ein. Und jetzt die n eines one rounds. Noch kein so guter Kommentar. Jetzt mache ich for i in. Jetzt will ich i von 0 bis, also 1 bis n minus 1. Ich mache es mal von 0 bis n minus 2. N minus 1. Ich habe nur n. Also mein i geht jetzt, ich schreibe es mal extra, let I iterate over n minus 2, genau. So, das ist jetzt ganz am Anfang, will ich jetzt mir das ganze Feld anschauen. Vielleicht hätte ich das offen lassen sollen bis zum Ende. Das war ja genau diese eine Frage, die wir da hatten. Und jetzt kommt als nächster Schritt compute the minimum of, ich will jetzt das Minimum ab i, ith element, ja? So, wie berechne ich das Minimum von i bis i plus 1 bis zum Ende? Machen wir das mal. Ich merke mir das Minimum. Ich nenne es mal min so far. Nehme ich doch mal hier das, wo ich gerade bin, bei Array von i. Und jetzt iteriere ich mal über den Rest mit einem anderen Index. Ich bin ja in der i-Schleife drin. Von range, wo fange ich an? Ab i plus 1 bis zum Ende. Sie sehen, viel Potenzial für Fehler, ganz klassische Fehler beim Programmieren, ist es hier i minus 1, i, i plus 1, n minus 1, da kann man so vor j. Jetzt gehe ich darüber, jetzt schaue ich mir jedes Element danach an und frage mich, wenn das Element an der Stelle kleiner ist als mein Minimum bisher, dann habe ich ein neues Minimum gefunden. Ja? Das ist jetzt das, was ich auf den Folien quasi so im Kopf gemacht habe oder sie. Ne? Genau, so. If is after the ith element, swap it with the ith element. Also wenn es jetzt nicht, wenn das erste schon vorne stand an der Stelle, wo ich war, den Fall hatten wir jetzt gar nicht auf den Folien. Ich gehe gerade nochmal auf die Folien zurück. Es hätte ja sein können, dass ich hier in so einem Stück das Minimum schon vorne steht. Das ist jetzt hier mein i, hier ist i gleich 0, hier ist i gleich 1. Das schreibe ich vielleicht mal auf die Folien dazu, damit Sie das noch so als Hilfe haben. Also hier ist jetzt i gleich 0. Hier ist i gleich 1, das war gerade dieses. Und hier ist i gleich, was ist hier i? Ich höre, was muss ich hier hinschreiben? Nee. 6, oder? Ja, 6, genau. Das ist gemein in der Informatik, weil wir mit 0 anfangen. Also es ist sowohl nicht das Letzte und dann fängt man auch noch bei 0 an. Also es ist tatsächlich n minus 2. Ne? Das ist eine wahnsinnig häufige Fehlerquelle. Solche One-Off-Dinger. Man liegt so eins daneben. Wunderbar. I gleich 6, das ist also gerade das I aus unserem Programm.
Jetzt muss ich schauen, ist das Minimum, wenn das Minimum vorne ist, muss ich nichts machen, dann ist das eine Runde, die ich aber trotzdem, der Kommentar war vorne da, vorher da, ausführen muss, einfach um das festzustellen, dass ich hier nichts machen muss, kann die Runde nicht überspringen, das weiß ich ja nicht vorher. Jetzt gehen wir wieder zum Code zurück. Also if, so, was mache ich denn jetzt? Jetzt wüsste ich gerne, wo ich das Element gefunden habe. Wie mache ich das denn? Ich habe jetzt gerade ein Problem. Jetzt weiß ich nur, ne, so wie ich meinen Code gerade geschrieben habe, weiß ich jetzt, hier ist die 8. Die 8 habe ich mir gemerkt, aber nicht, wo sie steht. Ich hätte eine Idee. Ja, bitte. Es gibt ja Python, meine ich, so eine Art Indexfunktion, wo man den Index von einem bestimmten Element aus der Liste sich angeben lassen kann. Und das könnten wir ja dann mit dem J machen. Ich hoffe, ich habe mich letztlich verrannt, aber das J ist ja dann wirklich das Element. Oder wollten Sie das, den Index von wissen? Nö, ich will jetzt wissen hier, wo die 8 steht. Ich habe mir jetzt nur die 8 gemerkt, aber nicht, wo die 8 steht. Ich muss aber jetzt wissen, wo die 8 steht, weil ich die 17 ja dahin swappen muss. Genau, das müsste ja der Index vom Dot-Element sein aus der zweiten Vorschrift. Ja, genau. Genau, und da kam schon die... Ich könnte natürlich jetzt nachträglich die 8 wieder suchen, aber da würde ich ja Arbeit doppelt machen, ne? Indem ich jetzt sage, such mir mal die 8. Aber ich hatte sie ja an der Stelle schon gefunden und da kam auch gerade die Bemerkung, die kann man sich ja merken. Zum Beispiel so, und das ist tatsächlich so ein Klassiker hier als Konstrukt. Ich merke mir nicht nur das Minimum bisher, sondern auch, an welcher Stelle es steht. Ja? Ganz am Anfang ist mein Minimum bisher das i, dann gehe ich ja nach rechts. Wenn ich ein neues Minimum finde, dann ist das mein neues Minimum und das die Stelle von dem neuen Minimum. Ja? Dann habe ich am Ende in min so far das Minimum und min so far Index die Stelle von dem Minimum. So, und jetzt kann ich hier tatsächlich schauen, wenn die Stelle von dem Minimum größer ist als i, dann tausche ich es nach vorne. Wie tausche ich in Python? Ich kann das so machen, indem ich Array i und ich kann zwei Zuweisungen auf einmal machen. Das ist schön in Python. Und jetzt brauche ich, glaube ich, eine längere Zeile. Und jetzt an das erste weiß ich das so. In anderen Sprachen muss man dafür eine temporäre Variable einführen. In Python kann ich das mit zwei parallelen. Ja, das sind jetzt zwei Anweisungen auf einmal. Array i kriegt den Array min so far Index, Array min so far Index, Array i. Was ich damit effektiv mache, ist die beiden tauschen. Wunderbar. Und das und dann ganz am Ende möchte ich mein Feld auch noch zurückgeben, weil das mein Unit-Test verlangt. Und das schreibe ich hier vielleicht oben noch dazu. The elements are sorted in place, nennt man das, in place sortieren. Es gibt tatsächlich zwei Arten von Sortieralgorithmen. That is, array is changed. Ja? Das heißt, ah, interessant, das ist jetzt gerade, ich glaube, ich muss mal hier meine Text-Width auf 79 machen, dann, genau. So, 79, ich habe für 79 Zeichen hier gebucht, nicht für 80. The elements are sorted in place, that is, array is changed, ja? Min so far ist unbenutzt, das stimmt nicht. In min so far ist nicht unbenutzt, weil ich es hier in der Schleife benutze. Ich benutze es nur am Ende nicht mehr, aber hier in der Schleife brauche ich sogar ganz entscheidend. So, the array is changed, for convenience and for testing, we also return the then sorted array at the end. Also eigentlich müssten wir es gar nicht zurückgeben, weil das Array ja verändert wird. Also ich könnte mir einfach die Variable merken. Ich schreibe das auch noch hin. Note that in Python, arrays are passed around by reference, that is not copied. Ja? Das heißt, stellen Sie sich vor, das Feld wäre 10 Milliarden
Zahlen groß und ich mache hier Return, dann werden da nicht 10 Milliarden Zahlen kopiert, sondern da wird einfach zurückgegeben, das Feld steht hier im Speicher und es wird einfach die Adresse im Speicher zurückgegeben und nichts kopiert. Ne? Das ist, muss man immer wissen bei den Programmiersprachen. Dazu aber später noch mehr. So, ist das Programm so korrekt? Ganz wichtig beim Programmieren sind die Details. Stimmt das jetzt oder fehlt da noch was? Wir können ja mal das laufen lassen, während Sie so nachdenken. Und zwar kann ich jetzt einfach die Doc-Tests ausführen mit mDoc-Test. Jetzt werden nur die Tests da ausgeführt und nicht das eigentliche Programm. Ich habe hier gar kein Main-Programm oder so. Ja, die Funktion muss noch aufgerufen werden, muss sie eben nicht durch die Tests. Ich will jetzt nur die Tests ausführen und die Tests sind ja quasi Funktionsaufrufe. Ne? Hier wird MinSort mit der Sequenz aufgerufen, geguckt, ob es gleich dem sind. Das werden wir ganz oft haben, dass wir quasi nur die Tests aufrufen, um zu schauen, ob es das tut, was es soll. So, MinSort Py, Python not found. Ich sollte Python 3 nehmen. Und es hat funktioniert. Was mich jetzt... Ja, ah, okay, haben wir Glück gehabt. Wir haben ein bisschen Glück gehabt, weil, was ist denn hier mit dem Fall? Warum hat der Fall leeres Feld hier funktioniert? Kann mir das jemand sagen? Ja, das ist dann eine leere Schleife. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Das hätte in einer anderen Sprache schief gehen können. Ja? N minus 1 ist minus 1, wenn n gleich 0 ist, ja? Dann steht hier Range minus 1, also es hätte auch schief gehen können, ja? Da war ich jetzt, habe ich jetzt eigentlich erwartet. Für n gleich 0 steht hier Range von minus 1, also alle Zahlen bis minus 1. In so einer Sprache wie C++ wäre ich dann bis 2 hoch, vielleicht 2 hoch 64 minus 1 gegangen. Es wäre dann eine lange Schleife geworden und es wäre schon schief gegangen. Aber hier haben wir... Also vielleicht sollte man das dann ganz wichtig, entweder machen wir hier einen Spezialfall, wo ich sage, wenn das Feld 0 oder 1 groß ist, muss ich gar nichts machen. Oder man sagt, dass man sich dieses Spezialfalles bewusst war und schreibt es hier hin. Ja? Note that for n gleich 0 range ist der empty set and there are loop iterations, which is the right thing to do in that case. Also ganz wichtig, einfach zu signalisieren, dass man sich dieses Falles bewusst war. Gut, das hat geklappt. Hat es jetzt wirklich geklappt oder hat er jetzt gar nichts ausgeführt? Wir können ja mal hier, stellen wir uns mal vor, hier, wir hätten hier was vergessen in unserem Test oder wir haben eine andere Eingabefolge. Was kommt dann? Jetzt kommt tatsächlich ein Fehler. Ja? Jetzt habe ich hier ein Element gelöscht. Jetzt sind es nur 7 Zahlen. Jetzt sagt er mir im Test, ich habe diese Folge erwartet, aber diese Folge bekommen. Das ist auch richtig für die Eingabe. In dem Fall habe ich einfach meinen Test falsch gemacht. Ne? Also so funktionieren Tests und das ist natürlich wahnsinnig nützlich. Der Vorteil ist, dass man dann für jede Funktion gesagt kriegt, diese Funktion macht, was sie soll oder eben nicht und dann weiß man, wo man gucken muss und nicht das ganze Programm stürzt irgendwann ab. Deswegen werden wir ab jetzt immer Tests machen. Und hier stand, glaube ich, die 8 und jetzt funktioniert es wieder. Wunderbar. Leere Listen würden, die Funktion muss genau... Sie können für die, genau, es gibt tatsächlich in anderen Programmiersprachen, schreibt man die Tests in eigene Dateien und in eigene Funktionen. Das können Sie machen, wenn Sie wollen. Allerdings sind die Doc-Tests natürlich viel einfacher. Es ist wirklich, man schreibt den Kommentar und dann gerade Test dazu und dazu kommt, dass wir Ihnen Tests vorgeben, ja, zur Hilfe. Früher war das immer Teil der Übungsaufgabe. Das ist dann noch ein bisschen mehr Arbeit, man lernt viel dabei, aber wir haben das dann irgendwann weggelassen, um Ihnen Zeit zu sparen. Wir geben Ihnen also die Tests vor. Was Sie aber gerne machen können und auch eigentlich sollen, ist die dann
zu erweitern, um irgendwelche, vielleicht finden Sie irgendeinen Fehler, der von dem Test nicht abgedeckt wurde, und dann schreiben Sie einfach noch einen Test dazu. Ich mache jetzt mal weiter auf den Folien hier. Und jetzt wollen wir noch die Laufzeit testen. Genau, wir wollen jetzt mal die Laufzeit testen, das mache ich jetzt auch noch schnell. Und dazu schreiben wir auch noch eine Funktion. Das machen wir jetzt schnell zusammen. Genau, die nenne ich jetzt minSortTiming. Und das mache ich jetzt mal hier in der Datei nach oben. Ich bin hier, wie gesagt, genau, run minSort for arrays of increasing size. For each size, pick an array. Nehmen wir einfach mal ein Feld, wo die Elemente gerade verkehrt rum drin stehen, in reverse order, sodass der Sortieralgorithmus auch was zu tun hat. Has something to do. Genau, dafür schreiben wir jetzt keinen Test. Was nehmen wir mal? Wir nehmen mal Eingabegrößen in, da werde ich jetzt mal nicht so, fangen wir doch mal bei 500 an. Gehen bis 10.000, in Python ist die Obergrenze immer plus 1, in 500er Schritten. Ja, das hier wäre jetzt also iterate over 500, 1000, 1500 und so weiter, bis 10.000 geht das. So, und dann array of size n with Elements in reverse order. Wie machen wir das? Wir definieren hier ein Array, indem wir k vor k in, so kann man das hinschreiben. Ich mache jetzt einfach ein Feld, erzeuge ich mit der Schleife im Feld in range von, hier fange ich mit n an, g bis 0, minus 1. Das ist einfach eine schnelle Art, das zu machen. Ich hätte das jetzt auch zu Fuß machen können. 1400, okay, das geht auch andersrum. Ich möchte es aber so rum machen. Und jetzt time how long minSort takes. Dafür brauche ich jetzt die Startzeit, dafür brauche ich die Time-Klasse und dann gibt es hier eine Funktion, die heißt monotonic. Die sorgt einfach dafür, wenn ich die Zeit abfrage an bestimmten Punkten, dann sind spätere Punkte Ungenauigkeit hin oder her auf jeden Fall größer als die davor, damit ich keine negativen Laufzeiten habe. Hier rufe ich jetzt mein minSort auf. Den ganzen Code, wenn Ihnen das stellenweise zu schnell geht, ich werde nicht immer alles im Detail erklären, der steht natürlich auch im... Und Sie denken mit, das ist ganz wunderbar. Der steht auch hinterher, wird zur Verfügung gestellt. Den können Sie also immer angucken und auch benutzen. Und hier, das kann ich eigentlich kopieren, habe ich jetzt hier die Endtime, Time Monotonic. Und ich sollte am Anfang jetzt hier, brauche ich dann Time, muss ich importieren. Ah, das mache ich mal so, genau. Das hier mache ich mal wieder nach oben, Time Monotonic. Und jetzt mache ich Duration in, nehmen wir doch mal Millisekunden. Milliseconds, note that time. Time monotonic gibt einem tatsächlich, returns the time in seconds as a floating point number. Ja, man kriegt also in, und ich hätte sie gern einfach in integer milliseconds. Wie mache ich das? Nehme ich einfach hier duration ist gleich end time. Minus Starttime, das ist jetzt sekundenfraktional, ich mache mal 1000, jetzt habe ich Millisekunden und ich runde es, ja hier runde ich es jetzt ab, egal, wie runde ich denn in Python mit Round, geht das? Gibt es Math Round oder? Ich will aber nicht Floor und Ceil, ich will Round. Es gibt immer noch ein Round oder Math.Round? Genau, können Sie ja noch rausfinden, mir sagen, monotonic ist aber doch jetzt richtig, oder nicht? Werden wir gleich sehen. Und dann, der erste, die erste Wert ist,
Also erst den Wert und dann Komma und dann wie viele Stellen in dem Komma. Ah, okay. Ah, okay, dann. Okay, dann mache ich 0. Wahrscheinlich kriege ich da eine Floating-Point-Zahl, oder? Da muss ich noch int machen, damit man... Probieren wir das doch mal so. Und dann gebe ich print the size and the time, tab separated. Sie sehen, und machen Sie das bitte auch, ein Grund, warum ich das hier alles vormache, dass ich Ihnen auch so alle möglichen kleinen Programmiersachen dabei zu erkläre. Es ist wirklich gute Praxis, Code-Stücke immer auch zu dokumentieren. Am besten schon, bevor man sie schreibt. Sie müssen es jetzt nicht, das ist jetzt sehr detailliert, aber so 100 Zeilen Code ohne Kommentar versteht kein Mensch. Ja? Vor jedem Codeblock sagen, dieser Codeblock macht das. Und zwar so, dass man es verstehen kann. Man muss keine Romane schreiben, aber halt auf den Punkt bringen. Ne? Und gerade bei Sachen, wo es ein bisschen kryptisch sind oder künstlerisch, sollte man das machen. So, was will ich? Ich will jetzt hier eine Zahl. So macht man das in Python. Noch eine Zahl, ein Newline macht er, glaube ich, automatisch. Und dann hätte ich hier jetzt gern das n. Und das war ja hier ein Integer. Print. Wunderbar. Und jetzt würde ich das noch gerne laufen lassen als Main-Funktion. Also wenn ich mein ganzes Python-Programm als Main-Funktion aufrufe, dann soll einfach diese Timing-Funktion aufgerufen werden. Wunderbar. Schauen wir mal, ob es überhaupt noch kompiliert. Unsere Tests laufen noch durch. Und jetzt mache ich mal als, hier rechts lasse ich Programm einfach laufen. Bam. Jetzt wird MinSort ausgeführt, so habe ich mir das vorgestellt. Das sieht auch ganz gut aus. Jetzt kriege ich also die Laufzeit in Millisekunden. Man merkt schon, wird irgendwie immer langsamer, ist ja auch klar. Dauert ja auch, sind ja auch immer größere Felder. Und jetzt möchte ich das noch in eine Datei schreiben. Mache ich mal hier MinSort Times. TSV nenne ich die, Tab Separated Values. Macht er jetzt im Hintergrund. In der Zwischenzeit kann ich mal hier noch ein Umfrageergebnis freigeben von unserer Programmiersprachen. Python, okay, keine Ahnung, die meisten. Dann gibt es ein paar Python und Java und Python und C++, okay. Die beiden Lager sind ungefähr gleich stark, interessant. Und auch gar nicht so wenig, jeweils knapp über ein Fünftel. Dann haben wir hier ein paar Cracks. Also die, die jetzt noch nicht die Super-Cracks sind, brauchen sich keine Sorgen zu machen. Das ist hier eine Minderheit, ist natürlich okay. Und dann gibt es genau Assembler. Ja, das ist natürlich, was man eigentlich machen sollte. Das geht ja auch einfach am schnellsten. Spannend. Ich hoffe, Zoom merkte sich alle die Ergebnisse. Beenden, beenden. Spannende Ergebnisse. Hier haben wir es jetzt auch in der Datei stehen. Ich habe jetzt einfach mit dem Größer MinSort. Wenn Sie so kleine Sachen nicht verstehen von der Syntax, können Sie auch gerne im Chat schreiben und vielleicht jemand anders beantwortet das dann schon. Ne? Also, wenn Sie da, wir lernen hier auch alle möglichen kleinen Linux-Goodies immer mit dabei. Hier steht jetzt die Datei. So. Jetzt würden wir uns gerne ein Schaubild angucken. Das geht natürlich auch, aber nur, wenn ich mich vorher mit minus x, habe ich jetzt hier gerade vergessen. Das wird dann nicht gehen. Bam, jetzt muss ich hier, glaube ich, Teaching, Algodat, SS 2021, Public Code, Vorlesung 1. Da bin ich wieder mit meinen Dateien. Ich würde mir die gerne angucken. Das geht zum Beispiel mit GNUplot. Es gibt 100 andere Programme, um sich Schaubilder anzugucken. Das können Sie gerne GNUplot, Sie sollen es auch fürs Übungsblatt machen. Einfach in der Aufzeichnung an diese Stelle spulen, dann sehen Sie, wie es gemacht ist. Minus E, das heißt einfach führe jetzt die, nicht interaktiv, sondern führe das aus. Ich würde gerne diese Datei plotten, die ist zufällig schon in einem schönen Format für, kann ich dann einfach so reinmachen und damit das Fenster nicht sofort wieder weggeht, mache ich Pause minus 1. Bam. Da haben wir unsere Laufzeit. Ich sehe jetzt hier einfach 500.000 die Punkte, einfach der Wert aufgetragen auf der Y-Achse.
Hier sind es Punkte. Ich hätte gern eine Linie dazwischen. Das geht auch mit, wer GNUplot ein bisschen kennt, with lines. Bam. Jetzt habe ich es mit Linien. So sieht die Kurve aus. Was man auch braucht fürs Übungsblatt, da sollen Sie ein PDF, glaube ich, abgeben. Da geht es so. Da mache ich hier Set Terminal PDF. Bam. Und jetzt kriege ich Set Terminal PDF. Ah, das war die falsche Stelle. Ich habe das, Entschuldigung. Ich muss das, jetzt habe ich das in den Dateinamen geschrieben. Ich muss das als erste an. Ich muss dem GNUplot sagen, bitte nicht als Bild ausgeben, sondern als PDF. Und jetzt kriege ich ein PDF. Das kann ich jetzt einfach umleiten in der Datei. Wie gesagt, wenn Sie das auch machen wollen fürs Übungsblatt, gehen Sie einfach an die Stelle in die Vorlesung, dann sehen Sie das. Dann habe ich jetzt hier Minsort Times PDF, leite ich einfach um. Und jetzt zum Beispiel mit XPDF oder Evins oder was immer für ein Programm kann ich mir das jetzt anschauen. Jetzt habe ich hier ein PDF mit meiner Datei. Es ist also, da gibt es 100 Tools, mit denen man sowas sich anschauen kann. So, was haben wir hier für eine wundervolle Kurve? Da haben wir noch eine Umfrage. Bam, hier ist eine Umfrage. Welche Laufzeit sieht man hier? Ja? Können Sie ja mal überlegen. Was sieht man da? Was ist das für eine Kurve? Ist das linear? Da wird ja gerade immer viel drüber diskutiert, was das so angeblich für Kurven sind. Ist das nicht doch die Riemann-Zeta-Funktion, die ja jeder kennt? Genau. Gauss-Funktion könnte es auch sein, genau. Wenn Sie noch Umfrage machen, gehe ich mal auf die Folien zurück. Ach so, da geht es ja gleich weiter mit der Laufzeit, genau. Okay. Es wird noch fleißig, wunderbar, sind schon über 200, sind da immer fleißig dabei. Ich beende die mal, auch wenn noch welche abstimmen, Resultate freigeben. Hier ist das Ergebnis. Logarithmisch, offensichtlich, exponentiell, wie bei Corona. Eine Mehrheit ist für exponentiell. Genau, Riemann-Zeta-Funktion, leider falsch, obwohl es wirklich verdammt ähnlich aussieht. Genau, aber genau, exponentiell wie bei Corona. Also es steigt ja ziemlich stark, genau. Beenden Sie die Ergebnisse und schauen wir mal, was die Folien sagen. Also was schon mal auffällt, ist, dass es irgendwie unverhältnismäßig langsamer wird. Ne? Man würde ja eigentlich erwarten, okay, doppelt so viel Zahlen dauert doppelt so lange, das wäre okay. Aber irgendwie ist es mehr als das. Wir können das vielleicht noch einmal, weil das ist tatsächlich die eine Sache, die man sich von Algodat unbedingt merken muss. Die eine, das ist wirklich die eine Sache, die man dann für den Rest des Lebens sich merken sollte. Wo ist es jetzt? Ich wollte das einfach nochmal ausführen. Ich mache es jetzt hier nochmal so. Python 3, Minsort. Und das hätte ich jetzt nicht rausgefunden, wenn ich nicht diesen Laufzeittest gemacht hätte. Jetzt schauen Sie nochmal, was passiert. Es dauert immer länger, aber es dauert irgendwie unverhältnismäßig immer länger. Ja? Es wäre akzeptabel, wenn es aber irgendwie jetzt bei 10.000, wir können es ja hier zum Spaß auch nochmal länger laufen lassen. Das ist irgendwie nicht linear. Also linear wäre falsch gewesen. Ne? Das dauert irgendwie, diese Lücken werden immer größer, obwohl nur 500 dazukommen. Und das ist so ein Zeichen von, da stimmt was nicht mit der Laufzeit. Und das ist so Kern, Algorithmen, Datenstrukturen. Und tatsächlich programmiert man sowas, aber sehr schnell. Und auf allen Tests, wo man das ausprobiert und Spielzeugbeispielen, geht das dann schnell und dann im richtigen Betrieb dauert es dann unendlich lange. Und da hat man dann, und in diesem Fall war das ja Minsort, ein ganz vernünftiger Algorithmus, und den sollte man auf keinen Fall benutzen, ja, weil passieren schreckliche Sachen. Und das, darum geht es, ganz zentralen Algorithmen und Datenstrukturen. Ja,
Also die Laufzeit wächst schneller als linear. Linear war falsch. Für doppelt so viele Zahlen braucht es viel mehr als doppelt so viel Zellen. Ja, unverhältnismäßig viel schneller. Und exponentiell ist nicht richtig. Es ist nicht exponentiell. Was es jetzt ist, das sehen wir dann nächste Woche. Ja? Und das ist auch wieder, was ist es denn jetzt für eine Kurve und wie beweist man das, wie macht man das? Das ist so Kernalgorithmen und Datenstrukturen. Jetzt bleiben wir erstmal bei Schaubildern, um einfach so ein Gefühl dafür zu kriegen. Und fürs Übungsblatt implementieren Sie was anderes und malen auch ein Schaubild von einer anderen Funktion. Und schauen dann mal, ist das jetzt besser als das Minsort oder schlechter oder genauso gut? Und da merkt man schon, wenn man nur so Schaubilder anzeigt, ist das gar nicht so einfach zu beantworten. So, wir sind super in der Zeit. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde bis zur ganz normalen Endzeit, 15.45 Uhr. Und da werde ich Ihnen jetzt kurz das Drumherum erklären. Und das könnte auch gut in einer Viertelstunde klappen. Habe ich hier noch eine Umfrage? Eine Umfrage habe ich noch, ja, die kommt dann noch. So, das werde ich die Folien nur ganz schnell runterrattern, weil die haben Sie ja dann und ich werde einfach ein paar Sachen vormachen. Ja? Weil das ist jetzt Sachen, die Sie auch für jedes Übungsblatt machen müssen und das erste Übungsblatt ist vor allem dafür da, das einfach auch mal alles zu üben. Aufgabe ist relativ einfach, aber auch nicht trivial. Es gibt Daphne, da sollen Sie sich anmelden. Daphne ist das hier. Dieses System, das sieht so aus, in wunderschönem Blau, so wie der Hintergrund. Da sehen Sie hier, ich bin jetzt hier mit, nee, da darf ich gar nicht drauf gehen. Da muss ich mich mal hier abmelden. Wenn ich mich jetzt hier anmelde, das werde ich gleich mal machen. Als Test-User gehe heim, so, bin hier, Nurzum ist das. Nurzum, da sieht man jetzt, so ist Ihre Sicht, Sie sind da irgendwie angemeldet als Nurzum und sehen jetzt hier das Forum, Subversion, den Wiki, alles verlinkt. Ja? Was Subversion ist, sehen wir gleich. Sie sehen auch hier Punkte aus den Übungsblättern, lustige Pfeile und Wetterberichte, das sehen wir auch gleich alles noch. Und jetzt, genau, also alles verlinkt. Auch wer Ihr Tutor ist, das wird nächste Woche erste zugewiesen, SVN, das erkläre ich jetzt alles. So, das Forum habe ich schon erklärt, da kann man Fragen stellen. Ja, immer Fragen, nutzen Sie das, es wird auch sehr viel genutzt und wir antworten schnell. Ja, bitte, bitte immer Fragen, trotzdem muss man Fragen auch lernen und dazu gibt es extra eine Anleitung auf dem Wiki. Die zeige ich Ihnen jetzt nicht, aber die finden Sie sicher. Was muss man am Fragen vor allem lernen, wenn Sie sagen, ich komme nicht weiter, kann mir jemand helfen? Dann kann Ihnen keiner helfen. Das ist so, wenn man zum Arzt geht und sagt, mir geht es nicht gut. Ja? Und dann fragt der Arzt oder die Ärztin, ja was denn? Und dann, ja, irgend tut weh. Ja, wo denn? Überall. Ja? Dann ist es schwierig, Ihnen zu helfen. Ja? Und wann ist besser, schlechter, immer? Sie müssen dann irgendwie schon mal, genau, auch wenn man privat versichert ist, kann einem dann keiner helfen. Ja? Mein Programm stürzt ab. Wo denn? Ja, mit einer Fehlermeldung. Welche denn? So eine komische. Sie müssen dann schon sagen, es ist abgestürzt mit dieser Fehlermeldung in dieser Zeile und in der Zeile steht dieser Code. Ja, das steht in der Anleitung. Das muss man einfach lernen, sonst kriegt man keine Hilfe. Es ist sehr richtig, nach Hilfe zu fragen, aber man muss es auch lernen. Ist nicht schwer, wichtig. Bitte keine Mail an uns, habe ich schon gesagt. Forum, immer praktisch, immer interessiert das auch andere. Ja? Wir werden, das machen wir immer und klappt auch sehr gut, da schnell drauf antworten, weil nützt einem auch nur, wenn man schnell eine Antwort bekommt. SVN ist ein Repository, zentral bei uns, da liegt, das benutzen wir einfach für alles. Da können Sie Sachen hochladen und Sachen von uns bekommen. Ja? Und es hat Versionierung, das heißt, wenn Sie da mehrere Versionen hochladen, dann haben Sie auch immer die ganze Geschichte, können wieder zurückrollen. Typische Operationen sind Add, da gibt es auch eine kurze Anleitung auf dem Wiki. Hier ist eine Datei, die ich zum ersten Mal bei euch hochlade. Commit ist, es gibt was Neues, Änderungen in Dateien, die schon da sind, bitte hochladen. Update ist, gib mir mal das Neueste vom Server. Ja? Ich werde das gleich vormachen. Alles, was man mal drin hatte, auch wenn man das überschreibt, ist immer noch drin. Das heißt, man kann auch zurückrollen, ein klassisches Versionsmanagementsystem.
Und wir benutzen das für fast alles. Ja? Sie geben die Übungsblätter so ab, Sie kriegen das Feedback von den Tutoren oder Tutorinnen so und Sie kriegen darüber, wenn Sie wollen, geht auch anders, auch die Folien, Vorlesungsdateien, Übungsblätter und Musterlösungen. Ja? Das werde ich jetzt mal kurz vormachen, wie das zum Beispiel hier für die Abgabe gehen könnte. Hier läuft es immer noch. Sie sehen, ich bin jetzt bei 35.500 und es dauert unendlich lang. Ja? Also schon 40.000 Zahlen kriegt mein MinSort in Python nicht mehr sortiert und das ist lächerlich. Ja? Also man kann auch Milliarden von Zahlen eigentlich schnell sortieren. Das heißt, irgendwas stimmt hier nicht. Was finden wir noch raus? So, jetzt mache ich mal, werde ich das unterbrechen. Jetzt bin ich gerade im Vorlesungsordner. Jetzt gehe ich mal in einen anderen Ordner, nämlich in einen Ordner als ein User, nämlich als dieser Test-User. Den habe ich, glaube ich, hier, Algodat. SS2021.1, genau, und da Test, da stehen Sie auch. Genau, jetzt bin ich hier der Test-User. Ah, okay, jetzt muss ich mal hier alles, genau, das habe ich hier schon mal getestet, das können Sie gerade alles ignorieren. Das ist mein Passwort, geh heim. Hat schon mal nicht geklappt. Nochmal. Geh heim. Wenn Sie genau hinhören, können Sie es hören. Failed. Is out of date. Okay, interessant. Ich versuche jetzt hier gerade nur zu löschen, was ich vorher hatte. Previous Code. Ich hatte das zum Testen schon mal was reingemacht. Das wollte ich jetzt wieder raus. Hätte ich eigentlich vorher machen sollen, egal. So, jetzt ist hier alles weg. Genau, so fängt es bei Ihnen auch an, mit einem leeren Verzeichnis. Und jetzt würde ich gern, nehmen wir mal an, was wir gerade geschrieben haben, ist unser Übungsblatt 1. Und das sollte dann in ein Verzeichnis Blatt 01, das steht auch immer auf dem Übungsblatt. Und in dem Verzeichnis Blatt 01, da muss ich jetzt mal den Code reinkopieren. Eigentlich hätte ich ihn natürlich hier gleich schon geschrieben, aber ich kopiere ihn jetzt mal einfach rein aus Public Code Vorlesung 1 MinSort Py. Wunderbar. Hier steht er jetzt. Und jetzt gehe ich mal eins drüber. Da habe ich also jetzt sage ich mal, diesen Ordner habe ich bisher noch nicht hochgeladen. Add mache ich jetzt. Es wird auch gleich der Inhalt des Ordners hochgeladen. Das heißt jetzt, okay, hier sind zwei Dateien, die in dem Repository vorher noch nicht drin waren und die sollen jetzt in Zukunft drin sein. Und jetzt mache ich Commit. Wenn ich ohne Argumente mache, dann einfach alles, was sich geändert hat oder neu dazugekommen ist. Ja? Und das ist einfach Code for MinSort. As written in the lecture. Kurzer Kommentar ist immer gut. So. Und jetzt muss ich nochmal geheim eingeben. Und jetzt wird das hochgeladen. Und jetzt steht das bei uns zentral. Wenn wir jetzt zurück auf die Webseite gehen, so sieht das bei Ihnen aus. In Daphne sieht man hier Subversion. Und wenn ich da drauf gehe, habe ich jetzt hier, kann ich auch im Browser sehen, Blatt 01. Und hier steht mein Programm. Sogar pretty printed mit schönen Farben. Ich habe also so die Kontrolle, was habe ich da hochgeladen. Ja? Das ist SVN und so kriegt man auch umgekehrt über Update, kriegt man auch Änderungen. Wie gesagt, kurze Anleitung. Vim-Plugin, fragen Sie auf dem Forum, dann stelle ich meine Vim-Config-Datei zur Verfügung. Warum verwenden Sie Daphne und nicht Ilias? Weil ja, diese Sachen, die wir machen, gehen, glaube ich, so auf Ilias nicht. Außerdem ist Ilias ein bisschen lahm, habe ich gehört. Wobei Daphne jetzt auch nicht am allerschnellsten ist. Also wenn Sie mir einen Vorteil von Ilias nennen, lassen wir uns vielleicht umstimmen. So, jetzt gehen wir mal zurück. Das ist also das SVN. Ich kann also Sachen da hochladen. Genau, Ilias verwendet Bogosort, wie auch das Hissin-One. Das sind extra langsame Algorithmen. Da gibt es auch noch eine Spezialvorlesung zu. Ineffiziente Algorithmen auf kleinen Datenmengen, genau.
Das ist dann, was die HyacinthOne-Programmierer gehört haben. Jetzt laden Sie was hoch und die Frage ist, das ist der Wiki mit Search Projection, die Frage ist, läuft der Code denn auch? Insbesondere haben Sie ja Tests drin, die man automatisch laufen lassen kann. Und dafür haben wir auch ein System, das heißt Jenkins. Das ist einfach ein System, was automatisch den Code immer kompiliert, testet und so weiter. Ja? Und auch, ob er Stilvorgaben genügt. Das zeige ich Ihnen jetzt auch gerade mal. Damit das geht, brauchen Sie noch ein Makefile. Und das schreibe ich jetzt gerade mal. Das können Sie einfach nachmachen, wenn Sie ich werde da jetzt nicht allzu viel zu erklären, nur was das im Prinzip ist. Da muss ich jetzt hier auch nochmal, mal kurz, habe ich den Befehl davon, genau, da müsste ich jetzt CD, Teaching, genau, wunderbar, da habe ich den hier, da bin ich jetzt, hier bin ich jetzt drin und jetzt schreibe ich mal hier ein Makefile. Und in das Makefile schreibe ich jetzt so Abkürzungen drin. Zum Beispiel, wie kann ich denn meinen Code testen? Ich kann meinen Code testen, indem ich Python3-m-doc-test und dann über alle Python-Dateien laufen lasse. Das ist genau was, mache ich mal hier links, Python-m-doc-test, Stern.py. Das lässt jetzt einfach alle... Ah, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ach, da sind gar keine Dateien. Ich muss in Blatt 1 gehen. So, hier steht mein Makefile und das minsort.py drin. Damit lasse ich einfach alle Tests laufen. Und hier habe ich einfach gesagt, Test ist eine Abkürzung für diese Befehle. Das heißt, wenn ich hier make-test mache, dann macht es genau dasselbe. Ja? Das heißt, was immer hier für Befehle drinstehen, ich weiß, dass ich sie einfach mit make-test kriege. Dann gibt es noch was, das nennt sich Style Checker. Das heißt Flake 8. Mit Flake 8 kann ich testen, ob der Stil von meinem Programm okay ist. Ist er hier nicht? Dafür gibt es auch ein Target, das heißt so, Check Style. Und das ruft einfach Flake 8 auf allen Python-Dateien auf. Dann gibt es ein Clean, das entfernt alle Nebenprodukte. Hier zum Beispiel dieses PyCache, remove-f, damit muss man aufpassen. PyCache, rf-PyCache. Oh, ich muss ja noch was erklären. Und dann gibt es noch ein Compile. Man muss Python-Code natürlich nicht kompilieren, sondern die Syntax checken. Oh, wie geht das? Weißt du das gerade, Patrick? Ich habe es nicht parat. Geht das mit... wer weiß das gerade? Wie checkt man die Syntax? Geht das mit Compile oder mit irgendwas? Gibt es da... Warten wir einen Moment, wer weiß das? PyCompile, da steht es, genau, PyCompile. Wie gesagt, man muss den Code eigentlich nicht kompilieren. Das prüft nur, ob die Syntax okay ist. MakeCompile, die Syntax ist okay. Wunderbar. Dieses Makefile lade ich jetzt einfach mit hoch, indem ich es hier, und jetzt committe ich das, ja, forgot the Makefile. Eigentlich hätte ich das gleich schon am Anfang schreiben sollen. So. Wunderbar. Jetzt gehen wir mal wieder aufs Daphne hier drauf. Wenn ich jetzt Reload mache, sehe ich, dass jetzt auch das Makefile oben ist. Und jetzt müsste ich eigentlich noch was anderes sehen, wenn ich hier drauf gehe. Aha, jetzt sehe ich hier eine Wolke, Wetterbericht. Wenn ich jetzt da drauf gehe, Build Running. Jetzt wird tatsächlich mein Code gerade gebaut auf der Maschine. Wann immer ich was hochlade, versucht das System, Jenkins heißt das, das zu bauen. Der ist jetzt hier gerade noch am Bauen drin.
deswegen funktioniert das nicht. Das dauert immer eine Weile. Hier steht noch, wenn man da drüber geht, Build Running. Das ist für sehr viele Systeme auf einmal, deswegen dauert das immer einen Moment. Das ist normal. Und irgendwie war es nicht erfolgreich. Jetzt weiß ich nicht, wie schnell das geht. Es passiert automatisch, sobald man, aha, hier steht jetzt rotes Kreuz, Failure, wenn ich da draufklicke. Ja, und hier sehe ich jetzt tatsächlich von dem letzten Bild, wie man sieht, habe ich das schon öfter gemacht. Das kann man leicht verstehen, was einfach passiert ist. Die Familie, die Maschine macht SVN Checkout Update, die holt sich einfach die neueste Version von dem Code und macht dann einfach Make Compile. Sie guckt, ob der Code kompiliert. Sie macht Make Test. Sie guckt, ob die Tests durchlaufen. Und sie macht Make Check Style. Sie schaut, ob der Style in Ordnung ist. Und wenn eins von denen nicht in Ordnung ist, dann ist es Failure. Und hier sehe ich gerade, der Style war nicht in Ordnung. Das habe ich auch eigentlich auf der Konsole schon gesehen. Ja? Das heißt, so haben Sie die Sicherheit, dass das, was Sie da abgeben, auch alle Anforderungen erfüllt. So, das hätte ich hier aber auch schon machen können. Check Style, da wurde mir gesagt, in Zeile 9 und in Zeile 70 sollten zwei Zeilen da stehen. Das kann ich mal gerade kopieren. Korrigieren. Hier sollten zwei Zeilen stehen, Kleinigkeiten, manchmal sind es auch größere Sachen und hier sollten, glaube ich, keine zwei Zeilen stehen, oder? Genau. Also so ein Style-Checker ist da sehr genau und jetzt ist er, nö. Hier sollten zwei Zeilen stehen, aber da unten sollten auch zwei, zwischen Funktionen sollten zwei Zeilen Platz sein. Genau. Jetzt läuft CheckStyle durch. Jetzt kann ich also einfach Commit machen. Ich habe keine neuen Dateien. Statt Commit kann ich übrigens auch einfach CI schreiben, Abkürzung. Jetzt werden einfach meine neuesten Änderungen hochgeladen. Fix to CheckStyle Errors. Und Sie können das gerne, gerne so oft machen, wie Sie wollen. Sie können 100 Versionen hochladen. Wunderbar. Es zählt einfach die letzte, die Sie abgegeben haben. Ne? Hier gebe ich jetzt wieder mein Passwort ein, gehe heim. Jetzt ist das hochgeladen und automatisch wird jetzt der nächste Bild getriggert. Das dauert jetzt einen Moment und der sollte dann in Ordnung sein. Hier sieht man schon, Bild Running wird dann gehen. Okay, ich denke, das Prinzip ist klar. Jetzt brauche ich tatsächlich noch ein bisschen Zeit für das Merge Sort. Das erkläre ich Ihnen aber jetzt nur im Prinzip. Und das müssen Sie dann für die Übungsblätter ausarbeiten. Das ist jetzt einfach ein anderer, die Regeln funktionieren wieder, vielen Dank, ein anderer Sortieralgorithmus. Und der beruht auf Mischen. Was Mischen ist, erkläre ich Ihnen kurz. Sie haben zwei Folgen, die sind schon sortiert. die sind schon sortiert. Genau, die sind nicht sortiert. Das sollte ich mal hier richtig machen. Super. Vier. Die sollten schon sortiert sein. Das waren die, also das ist gerade der Punkt. Das Beispiel hier ist falsch. Jede dieser Folgen ist schon sortiert. Was war es jetzt? 65, ne? Genau. 44, 65. So. Ich habe zwei Folgen, die müssen nicht dieselbe Länge haben. Hier haben Sie dieselbe Länge und die sind schon sortiert. Und jetzt will ich aus den beiden eine neue Folge machen, die auch sortiert ist. Aber ich möchte davon profitieren, dass die beide schon sortiert sind. Das nennt man Mischen. Also was ich machen will, ist einfach die Vereinigung der beiden sortieren. Ich könnte natürlich die einfach zusammennehmen, das ist dann wieder unsere übliche 4, 8, 17, 19, 19, 32, 44, 65. Ich könnte einfach die Zahlen zusammennehmen und dann sortieren, aber die Frage ist, kann ich irgendwie davon profitieren, dass die schon sortiert sind, die beiden Teilfolgen. Und das geht tatsächlich. Und das zeige ich Ihnen jetzt kurz.
Und das sollen Sie, ist ein Teil des Übungsblattes, zu implementieren. Das ist ein ganz einfacher Algorithmus. Tatsächlich fange ich jetzt mal. Hier sind jetzt wieder die Zahlen falsch. Genau, das werde ich, glaube ich, einfach mal. Ich weiß jetzt gerade nicht, was schneller geht, das hier zu. Sorry dafür. Das sind meine beiden Teilfolgen. Und jetzt ist die Frage, genau, wie ich das mache. Jetzt kommt der Mischalgorithmus. Und jetzt mache ich einfach, ich habe hier einen Zeiger i, der zeigt am Anfang darauf. Und hier ein j, also einfach eine Variable, die zeigt darauf. Beide stehen am Anfang, am Beginn des Feldes. Und jetzt schaue ich mir einfach von beiden, welches ist das kleinere? 4. Und das schreibe ich raus. Und da, wo das kleinere steht, gehe ich 1 weiter. Mein i ist jetzt um 1 erhöht. Man sieht schon richtig den Code dafür. Jetzt nehme ich wieder die beiden Stellen, die jetzt da sind, 8 und 17, und schreibe das kleinere raus. 8. Gehe jetzt an der Stelle 1 weiter. Jetzt schaue ich mir an, 17, 19. Schreibt das kleinere raus, 17, gehe ich hier eins weiter, 19, 19, wenn ich 2 habe, ist es egal, wo ich weitergehe, gehe ich mal hier weiter und schreibe die 19 raus. Sie sehen, dass es egal ist, jetzt habe ich 32, 19, schreibt das kleinere raus, 19, gehe ich hier eins weiter, j, 32, 44, schreibt das kleinere raus, hier bin ich jetzt am Ende, ja, Ende, so, und jetzt 32, 44, wenn ich bei einem am Ende bin, dann schreibe ich natürlich jetzt nur noch den Rest raus, j, bis ich da auch am Ende bin, ja. So, das war jetzt so ein bisschen, ja, so wie man das auf dem Papier macht, ein Algorithmus, daraus müssen Sie jetzt ein Programm machen. Das nennt sich Mischen und das ist ein sehr effizienter Algorithmus. Das ist ein sehr kurzer Code, wir geben Ihnen die Tests vor und so weiter. So, wenn ich jetzt Mischen habe, wie kriege ich dann Merge Sort hin? Und das zeige ich, das ist die abstrakte Folie, die erkläre ich Ihnen gar nicht, das ist mehr für Sie zum Nachgucken, wenn Sie das Übungsblatt machen. Ich mache jetzt ein Beispiel wieder. Und dafür brauche ich wieder bitte das Feld. Ich höre, wie war das Feld? Also wie gesagt, Klausuraufgabe. Die 8 Zahlen, ich weiß sie nicht mehr. Aber in Ihrem Alter muss man eigentlich noch erhöhte Memory-Fähigkeiten haben. 17, 4, 32, 19. Moment, Moment, 17, 4, 32, 19. 17, 4, 44. So korrekt? Ja? Kann jemand Ja sagen? Also ja, ja, nicht nur Ja sagen, sondern genau. So. Und jetzt machen wir Merge Sort. Und Merge Sort geht so, ganz wundervoll. Wir fangen jetzt erstmal mit Folgen der Größe 1 an und immer so paarweise. Folgen der Größe 1 sind ja schon gemischt und jetzt mache ich hier Mischen. Merge schreibe ich mal dahin. Die beiden mische ich jetzt. Die beiden mische ich jetzt. Die beiden, die sind ja trivial sortiert, der Länge 1. Und Übungsaufgabe wird sein, das zu da ein Programm draus zu machen. Und zwar iterativ, genauso wie ich das jetzt erkläre. Und das hier ist meine erste Runde. Das geht auch wieder in Runden. So, und da kommt jetzt was raus aus jedem der Merges, nämlich einfach das sortiert. Das ist halt hier ein trivialer Merge. Hier kommt jetzt raus 4, 17. Also ich mache daraus das Ergebnis, aber halt durchmischen. 19, 32,
hier passiert nichts. Also hier wird natürlich entweder getauscht oder nicht, sozusagen trivialer Merge. So, und jetzt habe ich das. Und jetzt in der nächsten Runde nehme ich, jetzt habe ich ja per Definition Stücke der Länge 2, die schon sortiert sind, ne? Weil das habe ich ja gerade sortiert. Das ist jetzt sortiert, das ist jetzt sortiert, das ist sortiert und das ist sortiert. Gerade so, wie der Schritt funktioniert. Und jetzt mache ich einfach, nehme ich die beiden und mache hier einen Merge und nehme die beiden und mache einen Merge. Und mischen heißt ja gerade, ich habe zwei Folgen, die schon sortiert sind und das ist dann meine Runde 2. So, und jetzt habe ich hier, jetzt kriege ich von zwei sortierten Folgen der Länge 2 eine sortierte Folge der Länge 4. Hier ist die zufällig schon richtig, aber das weiß ich ja vorher nicht. Das heißt nicht, dass ich nichts machen muss. Und hier kriege ich 8, 19, 44, 65. Und jetzt habe ich per Definition sortierte Folgen der Länge 4. Ja, also recht einfach zu verstehen. Jetzt muss ich hier noch einen Merge machen. Das ist dann meine dritte Runde. Und da kommt jetzt eine sortierte Folge der Länge 8 raus. Die schreibe ich jetzt auch noch hin, dann ist das Beispiel hier fertig. Und jetzt kann man sich auch gleich vorstellen, dieses Mergen macht man dann tatsächlich immer mit diesem Merge-Algorithmus, den wir gerade, den Sie ja auch schreiben sollen. Ne? Da wird man jetzt 4 und 8, das kleinere davon, ich werde das jetzt nicht nochmal im, und dann kommt die 8, dann kommt quasi immer am Anfang der beiden das nächst kleinere. Ich hoffe, ich mache jetzt hier keinen Fehler. 19, 19, 32, 44, die stehen hier schon richtig und man sieht, das geht irgendwie anders, ne, als beim Mint-Sort. Es sind auch weniger Runden, wir hatten vorher, glaube ich, 7 Runden, hier haben wir jetzt, und hier brauche ich jetzt nichts mehr machen, hier ist jetzt fertig, ne? Unterstrichen heißt ja gerade. Da haben Sie, was ist Ihnen an Runde 2 nicht ganz klar? Können Sie auch einfach reinsprechen? Da kam eine Frage, Runde 2 ist nicht, ja bitte. Ha, genau, sehr gut. Ich habe natürlich jetzt eine Zweierpotenz gewählt, damit das wunderbar aufgeht, ne, mit 8. Dann kriegt man, hat man 8 einzelne, dann kriegt man 4 der Länge 2, 2 der Länge 4, eine der Länge 8. Das ist gerade Teil der Übungsaufgabe, das zu machen, sich das zu überlegen. Erkläre ich extra nicht, aber es geht. Aber ich kann Ihnen einen kleinen Tipp geben. Stellen Sie sich einfach vor, das hätte hier nur Länge 7, dann hätte ich, und die 44 gäbe es nicht, dann hätte ich hier die 19, brauche ich einfach gar nichts machen, die lasse ich übrig. Und dann im nächsten Schritt habe ich Länge 2 mit nur der 19 Länge 1. Aber mein Mischalgorithmus, der braucht nicht, dass die Folgen gleich lang sind. Das ist dem egal. Ich kann auch eine Folge der Länge 17 mit einer Folge der Länge 37 mischen. Dieses so durchgehen mit dem IJ, das geht es auch immer. Also das, es ist tatsächlich kein großes Problem. Man muss sich überlegen, wie man es macht. Und das ist extra Teil der Übungsaufgabe. Es steht auch hier auf den Folien, das Beispiel ist mit Zweierpotenz. Fürs Übungsblatt müssen Sie sich überlegen, wie es allgemein geht, damit es einfach ein bisschen zum Nachdenken ist. Genau. Entschuldigung? Ja, gerne. Ich war zwischendurch rausgeflogen, deswegen, ich hatte die Frage mit der Runde 2 gestellt. Und zwar ist mir nicht ganz klar, also Sie schreiben ja beim Merge 65 und 44, heißt das dann, dass also die 8 und die 19 jeweils die ersten eben hintereinander kommen? Also bei welchem Teil von der Folge sind Sie hier? In Runde 2, wo diese Zweier der Länge 2 sind, 865 und 1944. Genau, die hier, ja. Und dann, wenn ich das richtig verstehe, heißt das die 65 und die
Sie meinen, ist Ihre Frage, was in diesem Merge-Schritt passiert? Genau. Genau, was in dem Merge-Schritt passiert, ist dieses Mischen, was ich male es mal ganz kurz hier an den Rand, damit man hat jetzt quasi hier, um in der Terminologie von vorher zu sagen, die Folge A, das ist ja jetzt nur hingemalt, und die Folge B, 1944, und jetzt fängt man an und fängt hier an, bup, bup. Hier ist mein I und mein J, da ist das kleinere, ist die 8, die schreibt man dann hier hin. Dann geht man hier weiter, dann hat man 65, 19, das kleinere ist die 19, die schreibt man hier hin. Dann geht man hier weiter, 44, 65, das kleinere ist die 44 und dann bleibt nur die 65. Also das ist, in jedem Merge macht man wieder das. Ja. Ja, aber gerne. Ich bin gleich fertig, komm schon. Willst du den Raum haben? Das haben wir verkauft. Das war irgendwie, ja genau, wir brauchen einfach. Nee, tut mir leid, haben wir keins. Aber wir gucken gleich nochmal, wenn wir es finden. Alles klar. So, das war das Merge Sort. Ganz wichtig. Oder wo steht das jetzt? Man kann das auch rekursiv. Genau, das ist ein allgemeines Prinzip. Dieses, man teilt das in kleinere Stücke. Wir haben so ein großes Problem in viele kleine Probleme aufgeteilt. Ne? Wenn wir das mal rückwärts denken, wir haben das Problem, eine 8 Elemente zu sortieren, aufgeteilt in erstmal 2 Hälften zu sortieren und sie dann gemischt. Und die beiden Hälften haben wir aufgeteilt, wenn man das rückwärts denkt, in 2 noch kleinere Hälften und die dann gemischt. Und das führt oft zu einem sogenannten rekursiven Programm. Ja, dazu habe ich dann hier gerade die letzte Umfrage, die ich noch für Sie habe, und dann sind wir fertig. Sie sollen das aber, weil Rekursion nicht so einfach ist, nicht rekursiv machen, sondern iterativ, wie ich es ja hier auch gemacht habe. Ne? Also so von, Sie fangen klein an und werden dann immer größer. Das ist ein iterativer Algorithmus, weil Rekursion ist doch bisweilen etwas knifflig. Das allgemeine Prinzip heißt Divide and Conquer. Ich habe hier auch noch eine Folie zur Etymologie, die ich jetzt nicht weiter erkläre. Hier am Ende ist die Folie zur Literatur und zu den Links. Während Sie noch an der Umfrage teilnehmen, zeige ich Ihnen noch kurz das Übungsblatt. Genau, das ist hier auf dem Wiki. Das ist das Übungsblatt 1. So sieht das aus. Der Wiki geht auch wieder. Da sollen Sie einfach Merge Sort implementieren. Die Tests haben wir vorgegeben für Sie. Sehen Sie also ein Python-Programm mit Tests und sollen das dann auch mal laufen lassen, und zwar auf genau denselben Eingabegrößen, und das dann mal vergleichen. Auf dem Übungsblatt steht alles, wie man das machen soll, ins SVN und so weiter. Die Regeln sind hier auch noch mal verlinkt. Die kann man jetzt auch lesen. Da sind sie. Die 10 Regeln, hier unten nochmal in Rot, die wichtigste, alles erklärt. Die Umfrage gebe ich jetzt auch mal frei. Das war unsere letzte Umfrage. Ich kann mir ein Leben ohne Rekursion nicht mehr vorstellen. 30%, so geht es uns allen. Habe ich, glaube ich, verstanden, sind die meisten. Habe ich bisher nie so richtig kapiert, auch viele. Rekursion ist schon knifflig. Genau, und manche lehnen es auch einfach ab, verständlich. Zur Rekursion kommen wir später in der Vorlesung nochmal. Für jetzt machen Sie es iterativ. Ja, bitte, Fragen. Macht es beim Laufzeit beim Merge-Schritt einen Unterschied, wenn wir gerade Zahlen von Arrays haben oder ungerade Zahlen an Arrays? Sie meinen gerade Zahlen an Arrays oder gerades N? Also wo ja ungerade N. Ja, genau. Das ist, glaube ich, eine ähnliche Frage wie vorher. Gute Frage, und das sollen Sie sich ja genau im Detail überlegen. Nochmal das Beispiel, wenn ich hier nur 7 Zahlen hätte, die 44 nicht, dann habe ich ja hier ein kleines Feld ohne Paar. Und mit dem mache ich dann einfach nichts, das lasse ich quasi übrig. Ne? Die 19, die muss nicht sortiert werden, die ist ja für sich schon sortiert. Oder nehmen wir an, ich hätte 6, dann hätte ich hier in Runde 2 2 Zweierpaare, die muss ich mischen, und dann habe ich hier ein Paar
Das ist schon sortiert, zwei, aber hat keinen Partner. Und das lasse ich dann einfach stehen. Da habe ich einfach so ein Zweierpaar, das stehen bleibt. Das heißt, wenn Sie sich das überlegen, werden Sie zu dem Schluss kommen, dass es in dem Fall, wenn N keine Zweierpotenz ist, gibt es immer am Ende ein Stück, das kann ich in der Runde einfach ignorieren. Und das ist sehr einfach im Programm, wenn man es mal verstanden hat. Deswegen ist das auch eine gute Frage, weil es tatsächlich oft so ist, Sachen, da muss man eine ganze Weile überlegen und das macht auch Spaß, wie geht denn das richtig? Und wenn man es verstanden hat, dann ist das im Programm, im Algorithmus und auch im Programm eine Zeile. Das ist ganz einfach, aber unscheinbar. Das sind auch die Stellen, wo man dann einen Kommentar hinschreiben sollte, warum das so ist. Aber tatsächlich, das Programm wird dann nicht komplizierter. Und das ist auch deswegen eine wichtige Bemerkung, weil wenn Sie anfangen, für solche Fälle riesig viel Code zu schreiben, das gilt für die ganze Vorlesung, dann machen Sie mit großer Wahrscheinlichkeit was falsch. Ja? Fast alles oder alles eigentlich, was wir hier machen, geht mit ganz wenig Code, sehr elegant und das sollte auch immer Ihr Ziel sein. Ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Das ist ja immer nur ein Fitzel, der am Ende übrig bleibt. In der Laufzeit macht es einen kleinen Unterschied, da haben Sie recht, aber keinen großen. Gute Frage, gute Bemerkung. Wir sind fertig mit dem Stoff. Gibt es noch irgendwelche Fragen zu irgendwas, die Sie gerade haben, bevor wir uns nächste Woche wiedersehen? Es hat etwas länger gedauert wegen kleiner technischer Probleme, aber es ist ja alles aufgezeichnet. Irgendwelche Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg mit dem ersten Übungsblatt. Nutzen Sie das Forum, wenn Sie Fragen haben. Eine Frage noch. Genau, bitte, bitte. Ja. Die Gruppen werden eingeteilt nach der Abgabe des ersten Übungsblatt. Und zwar so schnell wie möglich. Wir stehen dann in den Startlöchern. Deadline ist immer 12 Uhr vor der Vorlesung. Das heißt, nächsten Dienstag 12 Uhr und dann werden wir sofort aufteilen und dann wissen Sie am Nachmittag schon, wer Ihr Tutor ist und die Korrekturen erfolgen in der Regel bis Freitag. Das heißt, am Freitag haben Sie dann hoffentlich schon die Rückmeldung zu Ihrem Übungsblatt und manchmal sogar schon früher, je nach Tutor. Und es gibt kein Tutorat, ne? Also es gibt nur Korrekturen. Die ganze Kommunikation mit Ihrem Tutor oder Tutorin läuft asynchron und Sie können da und alle Fragen über das Forum. Aber Sie kriegen persönliches Feedback vom Tutor oder Tutorin. Noch eine Frage, die gerade jemandem eingefallen ist, gerne. Kann die Folie auch vor der Vorlesung hochgeladen werden, dass man sich anschauen kann? Es gibt die Folien von den Vorjahren. Die können sich anschauen, die ändere ich allerdings öfter mal. Aber die Folien, also das mache ich immer erst relativ kurz vorher, dass ich die überarbeite. Also von daher muss ich Sie mit den top aktuellen Folien da enttäuschen, aber so das Grundprogramm können Sie sich in den Vorjahren anschauen. Das ist so ähnlich. Also wenn Sie überhaupt wissen wollen, was für Stoff drankommt, daran wird sich nichts ändern. Aber dann die richtigen Folien, auf jeden Fall vor Beginn sind sie da, aber oft relativ kurz. Ja, das ist uns auch sehr wichtig am selben Tag. Also Herr Monnered steht jetzt auch schon in den Startlöchern, der wartet darauf, dass ich jetzt hier auf... Und dann fängt er mit dem Schneiden an und dann ist... Also spätestens abends sollte die Aufzeichnung da sein. Legen wir auch großen Wert drauf und klappt auch meistens. Jetzt so durch so Probleme dauert es etwas länger, weil wir jetzt drei verschiedene Stücke haben, die man zusammenschneiden muss, aber Herr Monnered ist da inzwischen Profi, kriegt das alles hin. Also Dienstagabend sind die Aufzeichnungen fast immer da. Ich hätte auch noch eine kurze Frage. Gerne. Machen. Sollen wir dann trotzdem auf jeden Fall da irgendwie uns eine Virtual Machine praktisch
Nein, das ist eine gute Frage. Sie können machen, was Sie wollen, aber, und das ist so wie bei Open-Source-Projekten auch, das, was Sie dann abliefern, muss halt bei uns funktionieren, ne? In dem Jenkins mit dem Makefile und so. Wie Sie das machen, ist Ihnen überlassen. Meine Erfahrung ist, wenn Sie da IDEs und sowas benutzen, ist das am Ende für Sie mehr Arbeit. Aber was gerade in den Chat schon kommt, völlig richtig, ab Windows 10 gibt es das Linux Subsystem und das klappt tatsächlich ohne Probleme. Also wenn Sie Windows Linux Subsystem haben, verwenden Sie das, das klappt super. Cygwin, sowas von früheren Jahrtausenden würde ich jetzt nicht benutzen oder irgendwelche Windows-Compiler. Das gibt nur jede Menge Probleme. Wenn Sie sich mehr Arbeit machen wollen, gerne. Sie können machen, was Sie wollen, nur die Abgabe muss dann am Ende unseren Bedingungen entsprechen. Was super funktioniert, Linux-Maschine, Windows-Subsystem oder Virtual Machine. Das funktioniert ohne Probleme. Also probieren Sie es einfach und schauen Sie, ob Sie mit dem Arbeitsaufwand klarkommen. Wenn es dann irgendwie zu kompliziert wird, wechseln Sie zu Virtual Machine. Das wäre meine Empfehlung. Ja, gerne. Gibt es sonst noch eine Frage? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann, ich habe ja gerade schon alles gesagt. Danke für die Geduld. Viel Erfolg. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.